Und damit moin moin und herzlich willkommen am Dienstagabend zu Real Solar System. So, heute geht's endlich weiter. Ich war auch schon ganz gespannt, wie es weitergeht, nachdem der Cookie letzten Samstag ja ganz ordentlich losgelegt hat, dann aber einen klitzekleinen Unfall hatte und ich glaube, seine Astronautin vom Moonflyby ist jetzt Richtung Sonne unterwegs. Aber wir wollen nicht mit Schadenfreude starten, sondern mit einem Hallo an euch alle und ich begrüße erstmal diejenigen von euch, die schon da sind. Das sind der Markus, der Neo, der Mickey, der. Na, wo sind wir? Da, der Coffee to Games, der Hastur, Senfsoße, Proxy, Mein Devil, Furzbacke, Explodot ist auch schon da, Shane und Slash und Yengsan, meine Güte, ist das schon voll. Und der Torren und Toaster, Mensch, Toaster, lange nicht gesehen. Hi, René und Mimir, Himmel und Hölle, Talion Rock und Mr. Sabe. Hallo und natürlich auch Hallo an alle, die leise, heimlich und ohne Chatten im Hintergrund des Streams lurken. Und wie der geneigte Zuschauer, der öfter hier ist, vielleicht feststellt, habe ich ein paar Sachen angepasst. Und zwar, nee, wartet mal, so rum. Auf der Seite könnt ihr nämlich sehen, ich habe so ein paar Sachen vorbereitet. Oh nein, ich habe schon wieder die Flagge vergessen. Na, haha, offensichtlich habe ich nicht alles gut genug vorbereitet. Stellen wir dann mal ganz kurz fest. Einen kurzen Moment. Da ist doch wohl nicht der amerikanische Cam-Rahmen hinterlegt. Wie peinlich ist das denn? Tranquility Base here. The Eagle has landed. Das haben wir gerade noch mal gerettet. So. Genau, also neben dem, dass sich da ein paar Sachen geändert haben und ich die falsche Flagge im Hintergrund hatte, sage ich jetzt aber erstmal vielen lieben Dank an den René für dein Follow. Willkommen bei den Kommonauten und ganz viel Spaß dir beim Zugucken und natürlich auch vielen lieben Dank an den Markus fürs Resubscribe. Dritter Monat in Folge, ein Vierteljahr. So, jetzt aber zurück zu dem, was ich eigentlich erzählen wollte. Ich habe ein kleines Stream-Overlay gebaut. Also fangen wir andersrum an. Ich habe ein Stream-Overlay gebaut. Als eine grobe Idee, das war nicht so wirklich hübsch. Vielen lieben Dank an den Neo Kerman, der mir da ein bisschen ausgeholfen hat. Im Gegensatz zu mir kann Neo nämlich mit Grafikprogrammen umgehen. Genau, also der ursprüngliche Entwurf und die Idee war tatsächlich von mir. Ich habe da was echt Fürchterliches hingestümpert. Das sah echt kacke aus, wenn man das im Familienfernsehen so da sagen darf. Und das habe ich dann total stolz dem Neo gezeigt und der Neo hat es dann ordentlich gemacht. Vielen lieben Dank, das war echt nett von dir. Genau, was gibt's neu? Ich tüdel hier mal mit der Maus rum. Wartet mal. Jetzt muss ich mal die richtige Stelle treffen. Also, wir haben hier einmal dieses komische Follower-Goal-Ding, das bisher immer so wild über der Facecam rumschwebte, ist jetzt mal ordentlich verpackt. Dann haben wir hier unseren letzten aktuellen Follower. Das braucht natürlich mal ein paar Sekunden, um sich zu updaten. Dann haben wir hier den letzten Subscriber. Auch das braucht ein paar Sekunden zu updaten. Und hier gibt es einen Counter für, das muss ich allerdings manuell hochstellen, für zwei neue Chat-Kommandos. Ihr könnt nämlich jetzt mit Ausrufezeichen Fail einen Fail-Counter hochsetzen, wenn ich irgendwas nicht so gut hinbekommen habe. Und mit Ausrufezeichen Winter könnt ihr ab jetzt etwas hochziehen, einen Counter hochziehen, wenn ich etwas hingewintert bekommen habe. Das habt ihr zum Kunstwort gemacht. Jetzt gibt es auch einen Counter dafür. Genau, das sind so die Änderungen, die sich getan haben. Und eine andere Änderung, die ist euch vielleicht auch schon aufgefallen. Ich habe den Chat nicht mehr eingeblendet im Stream, einfach um irgendwelches Trolling in Zukunft zu vermeiden. Wer den Chat sehen will, der kann sich einfach die Aufzeichnung oder den Livestream live angucken. Aufgezeichnet wird er nicht mehr und das Kommando hat mit Absicht einen gewissen Cooldown drin. Und ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr das nicht zu sehr missbrauchen würdet, sondern nur dann tut, wenn auch tatsächlich was schief geht oder ich irgendwas Gutes schaffe. Und wie gesagt, mein Counter hier, den muss ich händisch hochsetzen. Den setze ich nämlich nur hoch, wenn ich echt was verbockt habe oder was geschafft habe. So, kommen wir zur zweitwichtigsten Frage des Streams. Was gibt's heute zu trinken? Heute gibt's meine jämmerlichen Reste meines leckeren Botucal-Rums. Vielen Dank an die edlen Spender, die mir den zu meinem letzten Geburtstag geschenkt haben. Ein sehr, sehr guter Rum. Mein erster Rum, den ich zu Hause in der Bar stehen hatte. Das ist der Rest. Also das war jetzt auch bisher mein letzter Rum, den ich zu Hause stehen hatte. Werde ich mir definitiv wieder mal holen. Kann ich sehr empfehlen. Und lieber Neo, du kannst mit, oh Gott, jetzt lass mich nicht lügen, irgend sowas wie Clear Fail und Clear Winter kannst du als Mod die Sachen auch wieder auf Null setzen, damit wir ein bisschen schöner sind, ein bisschen wieder auf dem Realistischen sind. So, genau. Im Gegenzug dazu habe ich auch noch die Facecam hier ein bisschen geschrumpft, weil ich möchte am Ende des Tages, wie ihr seht, das Stream Overlay ist sehr klein. Ich
Stream Overlay ist sehr klein. Ich stehe nicht auf das, darauf, wenn alles so zugepflastert ist. Letzten Endes guckt ihr das hier, weil ihr das Spiel sehen wollt. Deshalb soll auch möglichst viel vom Spiel zu sehen sein. Und ich habe versucht, das alles so abzustimmen, dass nichts im Spiel, was wesentlich ist, durch das Overlay verdeckt ist. Ist heute der erste Anlauf heute Abend. Wenn wir im Laufe des Streams feststellen, also ich das feststelle oder gerne auch ihr, dann schreibt mir das gerne, dass das irgendwas verdeckt, was ihr gerne sehen würdet. Dann bitte Bescheid sagen, damit ich es anpassen kann. So, und jetzt kommen wir mal zum ersten guten Grund, den Winter-Countdown zu drehen. Ich habe nämlich, wenn ihr euch erinnert, im letzten Livestream gesagt, ich probiere offscreen mal noch, was ich aus den RCS-Triebwerken rausholen kann. Ich war tatsächlich noch knapp 40 Minuten unterwegs und habe da mal was hingewintert mit dem Marsländer. Ihr werdet positiv überrascht sein. Der Zähler funktioniert, wie gesagt, das dauert einen Moment, aber der wird nicht, also hier im Screen, den muss ich manuell hochzählen. Den zähle ich nur hoch, wenn es echt was Gewintertes gab und echt was Gefälltes. Der andere Counter, den ihr da im Chat betreibt, der ist tatsächlich nur im Chat. Ich habe noch keinen Weg gefunden, das vom Nightbot in dieses Ding, wartet mal, es ist alles spiegelverkehrt für mich, wartet so, in dieses Ding da zu bekommen. Wenn da jemand echt Ahnung von hat, wie ich das aus dem Nightbot auslesen kann, bin ich auch da für Hilfe sehr dankbar und werde euch lobend erwähnen. Ich habe hier so einen kleinen Counter, da kann ich jetzt schon mal sagen, guck mal, ich habe das mit der Mars Probe hingewintert. So, ich habe den jetzt mal gedrückt. Ihr hofft, das funktioniert. Jawohl, seht ihr? Hingewintert. Habe ich hingewintert. Hada, eins. So, ich zeige euch mal, was ich hingewintert habe. Ich habe nämlich den Marsländer 1, der noch. Nee, wartet. Das ist der falsche, glaube ich. Marsländer 2. Marsländer 1. Ist der korrekt? Aber ich hab's doch hingewintert. Wartet mal. Irgendwas stimmt da nicht. Ich glaube, der Reload hat's mir zersaut. Ich mache ihn mal an, vielleicht sieht es dann besser aus. Ich habe den eigentlich in die Vorbereitung eines Mars-Flybys gebracht. Oder muss ich das Manöver noch fliegen? Ich habe ihn auf jeden Fall ziemlich weit rausgepumpt. So. Mal gucken. Und DJ, das habe ich leider nicht zu entscheiden. Das hat immer noch Twitch zu entscheiden. Und ich hoffe, dass es im Laufe des Streams freigeschaltet wird. Einfach immer mal den Stream wieder neu laden. Dann müsste irgendwann, wenn genug Zuschauer da sind. Also hier ist nichts drin. Der ist es wohl nicht. Vielleicht muss ich meinen eigenen Wintercounter wieder resetten. Das wäre echt traurig, wenn es so wäre. Lasst mich mal gucken. Ich meine eigentlich, dass ich das. Also ich habe das definitiv gemacht. Die Frage ist, was da passiert ist. Nicht, dass einfach das Spiel beim Beenden stumpf abgestürzt ist. Bei Pü geht's immer, das tut mir leid, aber du kannst Pü fragen, da kannst du genauso, der kann da genauso wenig einstellen wie ich, das können nämlich nur Twitch-Partner einstellen. Ich wünschte, ich könnte es ändern, ich kann es aber nicht. Oh, ich glaube, es ist die Marsländer 2 Probe. Ha, ich habe nur die falsche Probe genommen. Und ich glaube, mit diesem wunderschönen Kommando, Neo, kannst du dann Sachen wieder zurücksetzen. So, jetzt gucken wir mal. Ich glaube, hier ist nämlich alles richtig. Ich habe einfach die falsche Probe genommen. Ach, erstmal Beruhigungsschluck. Ah, sehr schön. Okay, gut. Also, ich habe mit Hilfe des RCS-Fuels und einem kleinen Manöver noch. Also, ich habe das RCS-Fuel aus der Stage vorher und dann ein kleines Manöver aus der Probe obendrauf benutzt, um mich tatsächlich in einen. Na? Hö? Wieso kann ich den Mars nicht auswählen? In einen, okay, dann kann ich es euch hier drüben zeigen. In einen Mars-Flyby zu mogeln. Der ist jetzt noch nicht besonders grandios. Der ist jetzt noch 60.000 Kilometer hoch. Aber ich habe ein Manöver mit 57,3 Delta V vorbereitet. Das wollte ich dann mit euch zusammen machen. Das mich theoretisch auf 159 ist ein bisschen wenig, oder? Ich wollte eigentlich ein bisschen weiter runter. Das müssen wir gleich noch klären. Ich glaube, das Manöver mache ich gleich nochmal neu. Zack. So.
das müssen wir gleich nochmal sauber machen. Aber wie gesagt, das hat noch funktioniert. Jetzt muss ich nur noch mal gucken, dass ich mir Manöver noch zurecht dengel, mit dem ich das hier ein bisschen gerade schieben kann. Aber, jetzt Focus View, sehr schön. So, jetzt müssen wir hier nämlich mal gucken in so, ich weiß es nicht. Nee, ich will auch nicht die Erde als Target setzen. Ich würde gerne ein Manöver enden. So, jetzt schauen wir mal. Also, wir haben, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ein Lag. So, wir haben jetzt momentan einen Mars Flyby mit einer Höhe von 159.000 Kilometer. Den wollen wir natürlich ein bisschen gerade ziehen. Denn ich würde ja gerne tatsächlich, also ich habe zwei Aufträge. Ich habe einmal die Mars, den Mars, die Atmospheric Probe, um aus der Atmosphäre Sachen zu holen, und einmal den Mars Lander angenommen. Das wären so meine Planstücke. Okay, in die Richtung ist schon mal nicht so gut. Da kommen wir der Sache doch näher. Guck mal, mit relativ wenig Aufwand kommt man da relativ nah an die Geschichte. Da kommt man wieder weiter weg. So. Zack, dann können wir schon ein bisschen näher ran. So. Dann wollen wir hier ein bisschen rein. Oh, da gehen wir wieder weg. Da gehen wir auch wieder ein bisschen weg. So, 50, 48, 47. 47 klingt gut. Und noch näher ran. Also, wir müssen jetzt irgendwie. Ginox, vielen lieben Dank für deine Subscription und auch weiterhin ganz viel Spaß beim Zuschauen. Das freut mich. So, und jetzt machen wir dieses Manöver hier mal wieder ran. 36, 34, 33. Ihr seht, wo die Reise hingeht. Wir müssen in die Marsatmosphäre kommen. Darum geht es letzten Endes. 20. Okay. 18, 16,2. Okay, jetzt passiert hier nicht mehr besonders viel. Da passiert aber noch was. Was passiert, wenn ich hier noch was tue? 12, 12,1, 11,8, 11,5, 11,3. Ah, ja, 11,4. Okay. 7. 6,9, 6,7. So. Und jetzt senken wir es ab. Oh, da können wir, glaube ich, ein bisschen mehr Gas geben. Okay, wir kommen der Sache langsam, aber sicher näher. Machen wir heute bis 11 oder 12. Geplant ist bis 11. Ich muss morgen auch wieder arbeiten, also ich kann nicht ganz so lange. Da kommen wir ja fast noch an Phobos vorbei, wa? Oh, das wollte ich nicht. Zack, ich wollte hier unten was drauflegen. 5,1, 5,06. Ah, jetzt wird es wieder mehr. Habe ich Phobos als Ziel gesetzt? Ich will nicht Phobos als Ziel. Unset Target. Wer macht denn sowas? 5,057. So, jetzt müssen wir mal gucken. 4, 3, 8. Jawohl. 2. Ah, jetzt wird es langsam ziemlich tüftelig. 1903. Jawohl, das wird. Das wird ein schöner Atmosphärentaucher auf jeden Fall. Jetzt müssen wir nur noch die richtige Tiefe finden, um bei der Aktion nicht drauf zu gehen. 152, das klingt super. Jetzt kommen wir. Ja, danach sind wir tot. Ganz so tief will ich nicht rein. Ich hätte jetzt mal so, weiß ich nicht, 40 Kilometer Höhe angepeilt, um und bei vielleicht so ungefähr. So. Dann hätten wir hier nämlich ein Manöver. Schlabupp. Gut, also Manöver fertig zum Ausführen. Das da können wir vergessen. Das hier ist unser neues Manöver, was wir ausführen wollen. So, das wird spannend. 13,5 Meter pro Sekunde ist auch nicht besonders viel. Wir haben noch 101 Meter pro Sekunde auch für Korrekturen und sowas dann zur Verfügung. Und das Ganze passiert dann in 320 Tagen. Das ist aber wahrscheinlich auch der Haken an der ganzen Geschichte.
Weil meine jetzige Antenne ist nicht so besonders richtig gut, was Reichweiten angeht. Und wir haben folgendes Problem. In ungefähr 320 Tagen, ja, wird die Erde hier irgendwo sein. Und ihr seht ja, da hinten ist mein Encounter mit dem Mars. Ich habe keinen Schimmer, ob das reichen wird von der Funkverbindung her. Ich befürchte es fast nicht, weil ich komme immer sicher bis zur Venus. Und nur in guten Situationen bis zum Mars mit der Antenne, weil ich habe noch keine stärkeren Antennen. Deshalb ist jetzt das Problem, dass die Wahrscheinlichkeit recht hoch sein wird, dass wir keine Funkverbindung haben. Also wäre jetzt meine Idee, die Zwischenzeit, wir haben jetzt eh nichts Spannendes zu tun gerade, außer auf diese Forschung da warten in 243 Tagen, eine kleine Relay-Sonde zu bauen, die wir so tief wie möglich um die Sonne zwingen, dass die hier im niedrigen Orbit fliegt und als ein kleines Relay fungiert, hoffentlich. Das wäre der Plan. Ich weiß nicht, ob meine Antenne das schon leisten kann, aber ich kann es zumindest versuchen, die hier irgendwo auf Höhe des Venuskurses, die werden wir wahrscheinlich in ein paar Tagen starten können, die dann vielleicht irgendwo hier ist zu dem Zeitpunkt mit etwas Glück, also hier drüben, und ein Relay zur Erde rüber machen kann, zum Mars. Genau. So, lasst es uns probieren, würde ich sagen. Hier haben wir jetzt nicht so viel zu tun bis in 2 Tagen und die 2 Tage können wir schon mal nutzen, um unsere Relay-Probe zu bauen, bevor wir den Kontakt nachher verlieren. Das heißt, wir bauen jetzt oder wir konzipieren einfach die Mars-Sonde ein bisschen um. Wir nehmen alles, was irgendwie ja, ansatzweise wichtig wäre, sage ich jetzt mal, für Forschungskram und so weiter, nehmen wir raus. Und werden eine sehr simple, einfache Probe draus machen, die eigentlich nur dafür da ist, ein Funksignal zu relayen, ohne großen Aufwand. Ich hoffe, dass die dann auch relativ schnell zu bauen geht. Also von der Bauzeit. Jetzt schauen wir mal. Also, das ist ja irgendwie Mars 2, Mars 3, würde ich als Grundlage nehmen. So, oh nee, Marsländer, Entschuldigung. Zack. Den bauen wir jetzt ein Stück weit zurück, um ihn leichter zu machen. Und ich werde jetzt mal versuchen, die Lektionen anzuwenden, die ich aus der anderen Rakete hatte. Also zum Beispiel schon mal sowas wie, das ist doof. Okay, so wird es auch nicht besser. Zack. Ich meinte eher so. Jawohl. So wäre auch noch ganz gut. Ups. Nee. So bitte nicht. Jetzt habe ich es kaputt gemacht, glaube ich. Ich glaube so. Ja, so ist es. So ist es, glaube ich, okay. So, zack. Zack. So. Learnings von dem Ding. Das wird jetzt das Mars Relay. Oh. So schreibt man das aber nicht. Relay 1. So, man schreibt das auch nur mit einem L. Ich brauche die Dinger hier nicht. Denn ich habe da oben RCS-Düsen dran. Und ich brauche auch den Tank hier nicht. Das ist alles nur zusätzliches Gewicht, mit dem wir in Probleme reinkommen. Das hatten wir ja festgestellt. So, und hier können wir auch ganz viele Sachen abbauen. Also, zum Beispiel braucht man schon mal keinen Heat Shield. Man braucht keine Fallschirme. Ich brauche hier oben drin keine Tanks. Ich brauche zwei Antennen, zwei große Solarpaneele. Das ist richtig. Das bleibt da auch dran. Ich brauche diese ganzen Experimente hier nicht. Die haben wir nämlich alle im Sonnenorbit schon gemacht. Diese Experimente nicht. Ich brauche dieses Experiment nicht. Ich brauche keine Landebeinchen. So. Und ich brauche auch keine Bremsfallschirme. Ich will nämlich nirgendwo landen. So, das alles spart Gewicht. Ihr seht das schon, wir sind jetzt schon bei 15.000 Delta V, was uns eigentlich ermöglichen müsste, in einen relativ niedrigen Solarorbit zu kommen. Hoffe ich zumindest. Gut, und das ist schon der ganze Geschichte Trick, was ich versuchen möchte. Und zwar wäre die Idee dann mit den zwei Antennen quasi eine auf die Erde auszurichten und die andere auf die Mars-Probe. Und die Mars-Probe dann einzustellen mit der Antenne statt auf die Erde, auf dieses Mars-Relay in der Hoffnung, eine Funkverbindung hinzubekommen. Weil zur Erde wird es mit
eigentlich fast hundertprozentiger Sicherheit nicht reichen. Jetzt tüdeln wir hier mal das Staging wieder ordentlich. Also, unser Staging ist hier unten im Boden versunken. Das sollten wir vielleicht auch noch ein bisschen korrigieren. Huh? So. Zack. Also, wir haben hier unten unsere ganzen Triebwerke. Die wollen wir kurz vor der Startrampe machen. Das passt auch. Dann kommt irgendwann die nächste Stufe dran. Jawohl. Und danach können wir dann auch unser Fairing aufmachen. Schwupp. Dann kommt diese Stufe dran, die uns dann hoffentlich schon von der Erde wegträgt. Und last but not least kommt diese Stufe dran, die dann den Rest macht. Und dann können wir uns irgendwann mal absprengen. So, zack. Zack. Jetzt machen wir noch eine Sache, die mir das Leben wahrscheinlich ein bisschen leichter machen wird, damit ich mich nicht so zu Tode suche. Ich werde mal auf die Action Group Nummer 1, Extend Solarpanel und irgendwo war da auch eine Antenne. Da. Jetzt muss ich sie noch treffen. Und Activate Antenna. So, damit haben wir das nämlich. Das heißt, wir sind fertig. So, an alle von euch, die übrigens Probleme damit haben, dass der Stream nur 1080p anbietet, wir sind jetzt über die 50 Zuschauer rüber. Ihr könnt mal probieren, Twitch neu zu laden, ob ihr jetzt die anderen Codecs angeboten bekommt. Das ist eigentlich eine ganz gute Größe. Und wegen dem Sound, ja gut, das kann ich dir jetzt sagen. Vielleicht schreibt ihm das mal einer. Ich glaube, der Rest von euch hört Sound, hoffe ich zumindest. Bisher war alles okay, es hat sich keiner beschwert. Vielleicht mal den Stream neu starten, Genox. Okay, also der Spaß kostet jetzt 70 Tage oder dauert 70 Tage, kostet relativ wenig. Ich würde jetzt aus Zeitgründen das Ding ein bisschen beschleunigen, damit wir das Relay möglichst schnell in Place bekommen. Erstmal safe und dann bauen wir das gute Stück. So, ja, und schade, wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Dann sind jetzt zu viele Streamer online, die Vorrecht haben, also zu viele Twitch-Partner am Streamen. Und Twitch entscheidet sich, dass ich diese Auswahl nicht bekomme. Das ist leider so. Aber wenn ihr alle fleißig weiter euren Freunden davon erzählt und ich dann irgendwann mal 1 Milliarde Abonnenten habe, dann, ach nee, Follower braucht man dafür, glaube ich, nur. Und jeden Stream, glaube ich, irgendwie so 500 Zuschauer, da sind wir ja gar nicht mehr so weit von entfernt. Dann bin ich bestimmt auch irgendwann mal Twitch-Partner und kann das einstellen. Vorher sind wir da leider auf die Gnade von Twitch angewiesen. So. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Bupi, vielen lieben Dank. Es freut mich, dass es dir Spaß macht und naja, damit auch weiterhin viel Spaß beim Zuschauen und vielen lieben Dank für dein Abo. So, und ja, natürlich auch danke dafür, dass es mittlerweile der dritte Monat ist. Ihr macht jetzt alle so langsam das Vierteljahr voll. Ich beschleunige den Kram hier mal um ein Stück. Ah, wie viel geben wir aus? Dann sind wir bei 63 Tagen. Kommt, einen geben wir uns noch. Dann habe ich noch 560.000 in der Kasse. Ich will es nicht übertreiben. Ich muss nachher noch irgendwie eine Rakete für diesen Mondflyby bezahlen. Und vor allen Dingen auch die Freischaltung von all den Dingen, die ich dafür brauche. Ich hoffe, das reicht dann. Und ich verschulde mich nicht irgendwo hemmungslos. Gut, 51 Tage bis zum Mars Relay. Das heißt, wir haben jetzt erstmal ein bisschen Freizeit, bis der Marsländer sein Manöver fliegt. Das machen wir jetzt mal als nächstes. Dann zoomen wir vor zum Mars Relay. Und dann hoffe ich, dass in knapp 50 Tagen, wenn ich den gestartet habe, die Sonde noch nah genug an der Erde ist, dass ich die Antennen dann umstellen kann. Und wir das gut genug hinbekommen, damit die Sonde in dann wahrscheinlich noch eher so 250 Tagen oder so an der Position ist, mit der ich arbeiten kann. Also, wo ich wirklich was von habe. Und ich glaube, ich muss den Zeitraum ein bisschen höher stellen, sonst kommen wir hier nicht an der Stelle, wo ich eigentlich hin will. Zack, 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 zack. So. Ein Tag, 8 Stunden. Ja, und wie gesagt, wenn alles gut läuft, werden wir heute einen Anlauf starten. Also, ich weiß nicht, ob der erste gleich funktioniert. Bei
Cookie ist es ja auch ziemlich in die Hose gegangen, im wahrsten Sinne des Wortes. Einen Anlauf starten für einen bemannten Mondflyby. Das wäre natürlich ein gigantischer Schritt. Ein gigantischer Schritt. Und ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich bin tatsächlich ein bisschen aufgeregt. Wir werden sehen. Wir werden sehen, ob es funktioniert. Aber jetzt gehen wir da erstmal hin. Jump to ship. So, und fliegen unser Manöver. Ja, Bruno, das tut mir leider sehr, sehr leid und ich wünschte, ich könnte daran irgendwas machen. Kann ich aber leider nicht. Ich kann dir nur sagen, du musst dir keine Sorgen machen. Die Aufzeichnung wird auf YouTube auftauchen und dann kannst du die in einer beliebigen Auflösung, nicht Aufzeichnung, angucken. Die ist meistens ab Donnerstag online. Und Idel, ja, das kann man. Und zwar auf meiner Kanalseite ist unten so ein kleiner, da ist so ein Kerbel, so ein Gene Kerman mit so einem Mikrofon, der ist verlinkt. Wenn du da draufklickst, kannst du eigentlich über Streamlabs einmalig per PayPal, ist es glaube ich, spenden. Das geht tatsächlich, wenn du das machen magst. Ansonsten gehen auch diese komischen Cheering-Dinger, dafür musst du dir aber wie heißen die? Bits kaufen. Bits heißen die, genau. So, jetzt müssen wir hier ganz vorsichtig Richtung. Oh wow, 6,7 Sekunden Verzögerung schon. Ich hoffe, ich habe gerade das ACS angemacht. Ja, habe ich. Okay. Jetzt bewege ich uns schon mal auf das Manöver zu. Weil ihr seht schon, wie krass das schon verfälscht. Ja, auf den Körbel kann man draufdrücken. Ja, vielleicht sollte ich das mal ein bisschen publikumswirksamer mit einem Geldsack oder so platzieren. Der Körbel ist tatsächlich ein Link in meiner Kanalseite. Der ist nicht besonders auffällig, das gebe ich zu. Tut mir leid. Ich nehme da gerne Designvorschläge wie Dagobert Duck taucht in grün gefärbt in seinen Geldspeicher oder sowas entgegen. Gut. Jetzt lassen wir ihn hier den Manövernot halten. Schwupp. Jawoll. So, und jetzt machen wir das mal an und ich werde mal sicherheitshalber meinen geneigten Blick in Richtung Mars lenken. Wo ist er? Da. Damit ich sehe, was ich da tue und rechtzeitig abbrechen kann, wenn ich es versaue. Weil das relativ dünn ist, das Manöver. So, 3, 2, 1, Risiko. Das geht relativ schnell. Ja. Und oh Gott. Oh Gott. Ich mache das jetzt mal aus, weil ich möchte nicht, dass das ACS mich stört bei dem, was ich tue. Also ich mache jetzt händisches ACS-Steuern ohne dem Manöver so richtig zu folgen. Jetzt wird es ein bisschen tüftelig, aber ihr wisst ja, von sowas lassen wir uns hier nicht aufhalten. So, ich würde gerne so auf 40 Kilometer runter. 45, ja, traue ich mir noch ein bisschen. Komm. Ah, zu viel, zu viel. 43. Ja, nochmal. Ich mache nochmal hin und zurück. 30 ist ein bisschen. 52, 29. 46. Can we do better? No, we can't. 40! Yay! 40 Kilometer. Okay, also mein Ziel ist erreicht. Lasse ich das an? Ja, ich lasse das an. Falls ich keinen Funkkontakt habe, kann ich dann wenigstens steuern. So. Gut, also, wir haben einen 40 Kilometer hohen Flyby am Mars in 317 Tagen. So, ich habe das immer für einen obdachlosen Körbel zu halten. Das ist ja erst recht ein Grund, dem armen Mann Geld zu geben. Obdachlosen Körbel, ich glaube es ja nicht. Gut, also, unsere Mars Lander Probe ist prinzipiell unterwegs. Ja, und ich würde sagen, dafür können wir mal einen Wintercounter geben. Den lasse ich gelten. Ich habe den mal hochgeschraubt. So, jetzt heißt es halt für diese Antenne hier ein Relay schaffen, weil ich kann diese Antenne hier nicht zusätzlich ausklappen. Die brauche ich nämlich unten auf dem Mars nachher. Und die wird einen Eintritt in die Marsatmosphäre wahrscheinlich nicht überleben. Und damit vielen lieben Dank an Xena Warrior für dein Follow. Viel Spaß und ganz herzlich willkommen. Und direkt hinterher der Shui Air Force mit dem dritten Monat Subscription. Vielen lieben Dank.
Freut mich, dass du immer noch dabei bist und ja, weiterhin viel Spaß. Gut, jetzt kommen wir mal aber zurück zu dem, was wir tun müssen. Also das lassen wir jetzt einfach so driften. Da kann ich jetzt tatsächlich. Doch, ich kann ein paar Dinge tun, falls Sachen nicht funktionieren. Ich kann ein bisschen was vorbereiten. Ich kann nämlich die Dinger hier. Jetzt ist auch das Leck noch kleiner. Ehrlich gesagt, das ist guter Zeitpunkt, das jetzt zu machen. Jetzt dauert es nur 6 Sekunden. Wir stellen die hier schon mal sauber ein und machen sie scharf, weil. Ich habe aber ehrlich gesagt auch keine Ahnung, was eine gute Höhe wäre. Ich würde jetzt mal so sagen, das sind jetzt die Bremsfallschirme aus Kevlar, die halten ein bisschen was aus, dass wir die so auf 6000 Meter rausreißen und dann auf 4000 Meter in Full Deploy gehen. Close. So, jetzt mache ich mich hier mal in den Mitrotieren Modus. Zack. Und wie gesagt, denkt daran bitte, das Ausrufezeichen Winterkommando und das Ausrufezeichen Fail-Kommando haben einen 30 Sekunden Cooldown, okay? Das heißt, wenn es einmal benutzt worden ist, ist erstmal 30 Sekunden genug. Das hat war genau damit was zu tun, was passiert. Ihr seht ja alle, dass ich irgendwas hingewintert oder gefailt habe. Und wenn dann 20 Mann, Chatlag und so, gleichzeitig Winter-Ausrufezeichen schreiben, dann ist der Counter irgendwann bei 2 Milliarden. Deshalb ist da ein kleines Delay drin. Also ihr dürft alle dieses Kommando benutzen. Es zieht aber dann nur beim ersten, den der Chat erwischt. Also fühlt euch einfach so, als ob ihr das gemeinsam eingegeben hättet. Das ist einfach nur ein 30 Sekunden Cooldown. So, Arm Parachute. Also da wird keiner von euch gemobbt. Müsst euch keine Sorgen machen, dass hier nur bestimmte Personen dieses Kommando drücken dürfen. So, Arm Parachute. Arm, Parachute. Gibt es das auch als Kombi Winterfail? Ich hoffe nicht. Arm, Parachute. So, damit müssten wir jetzt eigentlich die vier. Das sieht gut aus. Der hat jetzt einen Disarm. Der hat auch einen Disarm. Bop, bop, bop. Der hat auch einen Disarm. Der hat auch einen Disarm. Die Antenne ist auf Kerbin, also auf die Erde ausgerichtet. So, dann kommt er noch dran. Jetzt wird's spannend. Der ist jetzt natürlich aus Nylon. Also wir unterstellen jetzt mal, auf 6000 Meter Höhe sind die Bremsfallschirme rausgegangen und haben auf 4000 Meter Höhe Full Deployed. Dann brauchen die 6 Sekunden oder sowas für ihr Full Deployment. Währenddessen fallen wir noch, dann bremsen die uns ein Stück weit. Dann würde ich jetzt mal sagen, wir ziehen auf 3000 Meter den Hauptschirm raus. Oder die zwei Hauptschirme, da sind ja zwei drin. Und full deployen die auf 1500. Ne, ich mache lieber auf zwei. Die Marsatmosphäre ist echt dünn. Copy, copy, close, arm. So, damit ist jetzt nämlich unabhängig davon, ob mein Funkplan funktioniert. Die Sonde ist, wenn es irgendwie funktionieren sollte, durch dummen Zufall oder sowas, ist diese Sonde darauf vorbereitet, zumindest nicht hart aufzuschlagen, sondern ihre Fallschirme zu zünden. Ob die Höhen alle passen, kann ich euch natürlich auch nicht beantworten. Da stecke ich nicht drin. Und jetzt überlege ich gerade, wenn wir, wartet mal, wenn wir. Ich könnte natürlich noch viel abgefahrenen Kram vorbereiten. Hahaha. In 317 Tagen machen wir das hier, okay? Was wäre denn, wenn ich einfach. Kann man sowas machen? Kann man einen Delay von 319 Tagen sagen? Oh yeah. Also. Das wird jetzt erstmal umgestellt auf. Erde, theoretisch, weil früher oder später wird es ja funktionieren. So, und dann machen wir ein Activate. Wie cool ist das? Das funktioniert voll gut. Dann können wir nämlich noch was machen. Ich hätte auch nicht gedacht, dass das mit Tagen geht. Sehr geil. Dann nehmen wir jetzt nämlich ein Solarpanel rein, weil Strom ist prinzipiell eine gute Sache. Das andere versuche ich dann natürlich auch vor der Landung einzufahren, aber dann nehmen wir eins jetzt rein und sagen dem nämlich auch, in 319 Tagen
kannst du wieder ausfahren. Weil selbst wenn ich jetzt ohne Funkkontakt eine Landung mache, die komplett, weißt du, es reißt das andere Solarpanel ab, die Hauptantenne wird abgerissen, bla, aber aus irgendeinem Grund zünden die Fallschirme und ich komme in einem Stück runter und es reißt vielleicht nur das Landegestell ab. Im letzten Endes muss ja nur der Probe-Buddy mit dem Probe-Core, einer Antenne und einem Solarpanel überleben. Dann habe ich da noch eine relativ faire Chance, sobald der Mars wieder nah genug an der Erde ist, Science-Daten rauszuübertragen. Weil ich habe irgendwie 3 Jahre oder so für den Auftrag. Da kommt noch locker ein Fenster oder zwei, wo die nah genug zueinander sind. So, und dann sagen wir jetzt nämlich hier auch Extend Solarpanel. Wie gut ist das denn? Wie abgefahren gut ist das denn? Super, das freut mich. Okay, das resette ich jetzt mal wieder. Ich sehe da sonst schon Probleme auf mich zukommen. Oh, ich habe dieses Kommando leider erst für in 300 irgendwas Tagen abgegeben. So, und jetzt Kameralog aus. Jetzt gehen wir zurück in ins Space Center und bauen unsere Relay Probe fertig. Dankeschön, lieber Idel. Andersrum, lieber Neo, der über den Idel schreibt, dass es geht. Wieso hat der Idel geschrieben, dass es nicht geht? Neo, vielen lieben Dank für einen leckeren Körbel-Euro. Oder ich sollte es auch Rubel nennen. Und hat sich der Idel beschwert? Ich gucke gerade mal im Chat, dass das nicht geht. Ich habe es nicht mitbekommen. Facecam samt Overlay etwas nach rechts rücken. Okay, das habe ich gelesen. Das werde ich mir in der Aufzeichnung dann nochmal angucken und dann korrigieren. Ich mache es jetzt nicht mitten im Stream, sonst kommen wir nicht vorwärts. So. Gut. 48 Tage. Irgendjemand Einwände. Wir können natürlich nochmal in die Verträge gucken, ob es irgendwas Spannendes gibt, was wir in den 48 Tagen machen können. Aber ich habe keine Rakete zum Bauen frei. Also eigentlich können wir 48 Tage nach vorne zoomen. Ja. Wir haben noch ein Jahr 87 Tage Zeit. Das heißt, auf zum Mars Relay. Du, 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 du. Du, 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 du. Komisch, jeder Stream geht außer deiner. Ginox, ich weiß es nicht. Ich kann dir nur sagen, was auf der Twitch-Homepage steht, wie das funktioniert. Es gibt keinen Schalter für kleine Streamer-Affiliates, um das einzustellen. Gibt einfach nicht. Such mir eine Seite, wo was anderes steht, wie ich es machen soll. Ich versuch's total gerne. Ich mache das ja nicht, um euch zu mobben mit den 1080p. Ich kenne das selber auch. Ich bin auch jemand, der ab und zu mal eher so auf 720 oder 480 gucken muss. Aber es ist leider, leider, leider so, wie es ist. Gut, Rakete ist da. Wir können einen Rollout machen. Und jetzt kommt die große Frage tatsächlich. Nutzen wir die 192 Tage, um noch was zu bauen? Denn wir haben hier natürlich noch einiges an Aufträgen offen und wir können 192 Tage einfach vorspringen und sagen, wir arbeiten mit dem, was wir haben. Oder, irgendwas hat sich gerade verschoben, oder wir nutzen die 200 Tage, um irgendwas anzustreben. Wahrscheinlich irgendwas Mondmäßiges oder was Satellitenmäßiges. So. Wie seht ihr das? Ich werde jetzt gleich mal auf den Chat achten. Solange trinke ich mal einen leckeren Schluck Mineralwasser. Muss ja auch mal sein, um die Geschmacksnerven wieder einzunorden. So. Die Info über die Inklination kommt von Kerbal Engineer. Da kannst du dir deinen HUD dann entsprechend einstellen. Stellst du die Frage nochmal, falls es an mich ging, was wollen wir machen? Also wollen wir noch was tun vor dem Mond-Flyby? Der ist halt erst in knapp, also ich habe die Technologie dafür erst in knapp 200 Tagen. Wir könnten noch Geld verdienen mit irgendwas. Oder wir verdienen kein Geld mehr und hoffen, dass die 560.000, die ich habe, ausreichen bis dahin und leben damit. Ja, Jupiter Flyby wird wahrscheinlich schwierig.
Was könnten wir probieren? Also, was ich spannend fände, was aber wahrscheinlich nicht ganz ohne sein wird, ist ein Lunar Landing und Sample Return. Dass wir quasi sagen, wir machen die Mission mit dem Lunar Landing nochmal, aber bauen den Lunar Lander so um, dass wir obendrauf was haben, was eine Probe zurückbringen kann. Also, dass wir quasi, was weiß ich, Fotos auf dem Mond machen und die Fotos zurückschießen zu einer Landung auf der Erde. Das wäre ziemlich herausfordernd, denke ich mal. Also, wäre auf jeden Fall nicht ohne. Genau, das wäre eine Möglichkeit. Wir können noch eine Lunar Landing einfach machen, aber das wäre so ein bisschen Schema F nochmal wiederholen. Finde ich ein bisschen schade. Da ist hier natürlich einfach mehr Anreiz da. Oder wir können irgendeinen von diesen Satellitenverträgen machen. Genau, also wir haben noch Molniya-Orbits, Sun-Synchronous-Orbits, geostationäre Satelliten, Wettersatelliten, Orbital Flight with One Crew, Orbital Flight with Two Crew. Unbemannte Mondlandung klingt super. Oh ja, der Rubel muss rollen, hört sich geil an. Okay, ich spüre da gewisse Tendenzen in Richtung einer Lunar Landing and Sample Return Mission. Okay, bevor ich sie annehme, würde ich mal sagen, gehen wir erstmal in den Bastelstatus. Lunar Landing und Sample Return. Okay, ihr stellt mich vor interessante Herausforderungen auf jeden Fall. Ich würde den Lunar Lander dafür umkonzipieren, weil der war, dann wissen wir schon mal, dass der Teil mit der Lunar Landing funktioniert. Dann müssen wir jetzt nur noch den Sample Return Teil irgendwie hinbekommen. Das war, glaube ich, Luna 1, wenn mich nicht alles täuscht. Spannend, spannend, spannend. Okay, ja, wie gesagt, das überbrückt dann ganz gut den Part mit wir schießen unseren Satelliten hoch, aber zack. Zack. Erstmal alles wieder gerade rücken. Zack. So, jetzt kommt der spannende Teil. Die Luna 1, die sah ja ungefähr so aus. Was wir dann jetzt mal machen können, ist ein paar Sachen abbauen. Schwupp. 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 Also ich spare jetzt mal so viel Gewicht, wie ich sparen kann. Mit unnötigen Experimenten. So. Das war doch bis hierhin eigentlich nicht schlecht. Jetzt kommt natürlich die Frage, wie kriegen wir das irgendwie sinnvoll hin? Wo ist denn hier der Probe-Core? Wo habe ich den denn versteckt? Ja, irgendwo habe ich hier den Probe-Core reingedengelt, ne? Ach, da ist er. Wo ist der denn dran? Ist der in? In dem. Okay, das müssen wir mal ein bisschen raus moven. Den würde ich gern anfassen können. Nee, ich will nur den Probe Core. Vielleicht müssen wir das runter moven. Okay. Ist da jetzt ein Probe Core? Ja. Sehr schön. Okay. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Saruman, vielen lieben Dank für dein Abo und auch dir natürlich weiterhin ganz viel Spaß beim Zuschauen. Und bitte benutzt nicht wie die Kaputten irgendwelche Kommandos, ohne dass es Sinn macht, weil das nur dafür sorgt, dass der arme Neo die Kommandos andauernd resetten muss. Dafür ist es nicht gedacht. Sonst werde ich das sperren auf nur noch Subscriber und ich glaube, das will keiner. So. Gut, also, wir haben unseren Probe Core. Gute Sache. Schön. So, was war das hier? Batterien? Was hatte ich da drin? Was ist hier drin? Avionics. Ah, Avionics. Okay. Avionics brauchen wir, glaube ich, ein bisschen weiter unten. So. Strom und eine Antenne sind aber prinzipiell nicht komplett falsch, aber wir bauen ein paar Sachen um. Zack. Und zwar machen wir da mal, das machen wir da nicht draus. Das sieht irgendwie unanständig aus. Wir
Wir machen daraus mal so eine normale Batterie. Wie viel ist da jetzt drin? 7000 und ein bisschen. Das reicht, glaube ich, auch. Wir haben ja Solarpanels mit dabei. Das muss ja nicht ewig durchhalten. So, dann machen wir hier unser Wissenschaftsexperiment dran. Irgendwas Kleines. Jetzt ist natürlich die große Frage, was davon ist kleiner? Ja, Frage beantwortet. Danke. Wir machen eine biologische Probe, die ganz schön groß ist. Igittigit. Wie groß ist denn so eine biologische Probe? 0,7 oder eher 0,6, ne? Zack. Jopp. Können wir da den Probecore ein bisschen drin verstecken? Und ich meine, ich habe mir. Ne, habe ich noch nicht. Okay. Ich habe ein Heatshield 1 Meter. Aber das kostet zum Glück auch nicht so viel. 0,625 klingt relativ praktikabel dafür. Schwupp. So, gekauft. Okay, Heat Shield. Wo ist die Gewichtsverteilung? Sehr schön. Das ist vorne, das heißt, es wird wahrscheinlich auch beim Wiedereintritt dann ganz gut funktionieren. Und dann brauchen wir wahrscheinlich noch Fallschirme. Ich hoffe, dass zwei so kleine reichen, ehrlich gesagt. Sonst haben wir eben ein Problem. So. Gut. So, und dann muss das irgendwie noch wegkommen. Mal gucken, mit wie wenig man wie viel erreichen kann. Oh. Vielleicht auch noch einen Decoupler dazwischen. Mal gucken. Das wird echt spannend, ob das reicht. Ne, eher so 200. So. Mit dem guten alten, One Kilonewton Thruster. Und hier kann ich jetzt, glaube ich, das erste Mal ein Reaction Wheel sinnvoll anbringen, oder? Ich hab doch bestimmt schon sowas. Ah, 50.000! Ihr seid ja alle wahnsinnig. 50.000? Nee, im Leben nicht. Nö. Da gibt's nur die kleinen Thrusters. Tut mir leid. So. 007. Das ist wahrscheinlich an der falschen Stelle gespart, aber. Nee, 0007, 0028, 0014. Sind das echt schon die ganz kleinen? Very small, small, rather small. Das sind die ganz kleinen. Okay. Gut. Sehr schön. Zack, so. Das kriegt dann. Wartet mal. Das hier stellen wir um auf die gute alte UDMH-Kombination. Und auch die hier stellen wir um auf UDMH. Und dann ist das hier ein relativer No-Brainer, was da reinkommt. So, dann haben wir 494 Delta V. Das ist natürlich nicht so besonders viel, um irgendwohin zurückzukommen. Uiuiuiui, 600. Okay, 600 ist in Ordnung. Länge 2000 Delta V. Lass mich überlegen. Ich brauche mal eine Delta V Map. Reicht das? Reicht das, um zurückzukommen? Puh. 3260 für einen Moon Intercept. Schwierig. Schwierig. Jetzt brauche ich doch wieder Avionics, ne? Aber ich habe noch ein bisschen was in der anderen Stage drin. Vielleicht kriegen wir es ja so hin,
dass ich keine Aviodings anbauen muss. Elf Delta V ist echt nicht so viel. Schwierig, schwierig, schwierig. Avionics. Oh. Na komm schon, sag, dass sie okay sind. Jawohl, Avionics okay. Gut, irgendwo habe ich meine T Antenne schon wieder hinschlawinert. So. Zack, danach brauchen wir die nicht mehr. Na gut, ich kann sie auch irgendwo anders ranbauen. Wenn die dann später abreißt, ist es auch egal. Jawohl. Können wir irgendwie Shroud off sagen? Ja. Sehr schön. Okay. Dann ist das halt so, dann wird die explodieren beim Wiedereintritt. Oh. 278 Delta V entlockt mir keine Begeisterungsschreie, muss ich sagen. Das wird so, glaube ich, nicht wirklich was. Muss ich jetzt echt einen Avionics-Träger dazwischen bauen? Aber dann wird der Part auch wieder sehr schwer, ne? So, ich mache jetzt erstmal die Probe aus Exempel, wo wir stehen. 16,5, das hat schon echt einiges gekostet. Ah, das wird nicht einfach mit dem Luna Return, habe ich so das Gefühl. Sei noch für Optionen, das zu machen. Also ich werde locker flockig allein schon 1700 Delta V brauchen, um in den Low Moon Orbit zu kommen. Ja, aber das sind die Delta V für die Mondlandung. Durch dieses Gewicht schleppe ich trotzdem mit, deshalb ist der Decoupler da noch nicht so relevant. Ich brauche, um zurückzukommen, locker nochmal 4.000, 5.000 Delta V. Ich wüsste nicht, wo ich die im Moment herholen soll, ehrlich gesagt. Nee, noch ist das nicht funktional. Ich überlege gerade, ob ich irgendwas habe, was mir hilft, das Ding funktional zu kriegen, tatsächlich. Das ist nämlich ziemlich, also das ist nicht ziemlich knapp, sondern das ist wirklich unmachbar gerade im Moment. Und mein Problem wird ja dadurch nicht gelöst, dass ich jetzt einfach noch eine Stage oben drauf knalle. Weil ich brauche am Ende des Tages, lass mich mal gucken. Zack. Am Ende brauche ich ungefähr, es ist wirklich jetzt nur so grob über den Daumen gepeilt, 3260 obendrauf plus 680 obendrauf plus 1730 obendrauf. So, dann sind wir bei 15.070. Dann brauche ich aber nochmal 1.730, um in den Mondorbit zurückzukommen. Plus 680, um eine Flucht hinzubekommen. Plus, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich mindestens nochmal 2.000. Dann ist hart an der Schmerzgrenze. Also ich muss ungefähr 20.000 Delta V zusammenkriegen.
zusammenbekommen. Ich habe jetzt 16.500. Das ist ein bisschen arg wenig. So, was habe ich jetzt abgebaut? Nee, das wollte ich nicht abbauen. Und Manti Kakaliente, vielen lieben Dank für dein Follow und willkommen bei den Kyrmonauten. Ich glaube, das mache ich einfach mal rückwärts. Das hätte ich gerne wieder an der Stelle, wo es war. Und auch mit den Einstellungen, wie es war. Huh. Was ich nämlich eigentlich tun wollte, war das hier abbauen. Einen Decoupler mal temporär dazwischen setzen. So, und dann mal hier ein bisschen mehr Gas geben. Schub, 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 schub. So, Avionics alles mal geschenkt. Achso, vielleicht machen wir da auch mal ein Service-Module draus. Und wieder UDMH rein. So, das sind 3700. Okay, alles super. Aber löst es unsere Probleme? Nein, tut es nicht. Also das Problem ist jetzt natürlich, wir packen zwar ordentlich Delta V hier oben in die Stage rein, haben aber den Nachteil, dass wir die Delta V unten raus wieder verlieren, weil wir natürlich Gewicht draufpacken. Das heißt, ich muss mir irgendein effizienteres Design als den Kram hier einfallen lassen, damit wir tatsächlich zum Mond fliegen und auch wieder zurückkommen. Gut, die Theorie ist wahrscheinlich nicht schlecht. Zack. So, also. Fangen wir mal ganz grundlegend an. Wir haben hier erstmal Luna 2. Zack. Und aus Luna 2 sind alle Tanks raus. Sehr schön. Gut. So viel schon mal dazu. Dann bauen wir als allererstes mal eine kleine Batterie und unser wissenschaftliches Experiment 001 015. Okay. Ist natürlich auch 15 mal schwerer als ein anderes Experiment. Ich könnte es mir natürlich auch einfach machen. Und ein sehr kleines Experiment dahin fliegen. Aber ehrlich gesagt, finde ich das nur halb so spannend. Wir machen das Biological Sample Ding. So. Gut. Das hatten wir gesagt, ungefähr 600. Und die Länge machen wir schön flach, weil wir nicht so endlos viel Strom brauchen. Wo stehen wir jetzt gewichtstechnisch? Bei 100 Kilogramm. Okay. So. Das schieben wir jetzt auf den Probe-Core drauf. Kann ich das Experiment kleiner skalieren? Weiß ich nicht. Nein. Kann ich nicht. Leider. Nette Idee, aber leider nein. So, dann haben wir ein Heat Shield. Das wiegt natürlich auch noch mal ein bisschen was. Zack. Und wir haben eine Antenne. Die sollten wir auch mitnehmen, weil, naja, so Antennen helfen halt einfach, wenn man funken möchte. Ne, brauchen wir aber nicht zur Landung. Zack. Sind wir bei 0,136 Tonnen, also 136 Kilogramm. So, und wir brauchen natürlich die Fallschirme. Wie gesagt, ich glaube tatsächlich, dass uns sogar ein Mercury Mini reicht. Was wiegen die Teile? Oh, 10 Kilogramm knapp. Okay, die sind jetzt auch nicht die Wucht vom Gewicht. Da können wir ruhig zwei mitnehmen. Das macht es nicht schlimmer. So, okay. Das heißt, wir haben ein Gewicht von 156 Kilogramm, was wir vom Mond zurückbringen wollen. Gut. So weit, so schlecht. Auf jeden Fall wollen wir da dran
erstmal das Gewicht checken. Das ist relativ weit vorne, das ist gut. Das heißt, wir werden auf jeden Fall wird bei einem Wiedereintritt von relativ alleine der Part der Kapsel hier nach vorne zeigen. Das sollte dann unsere Probleme mit dem, also mit der Ausrichtung lösen. So. Jetzt machen wir erstmal den Part. Wir arbeiten uns jetzt mal genau in die entgegengesetzte Richtung durch das Problem durch. Also, wir machen jetzt mal den Part, der uns nach Hause bringen soll vom Mond. Also wir nehmen jetzt einfach mal an, auf automagische Art und Weise, irgendwo in den Stufen weiter unten hat sich unser Problem gelöst. Und wir sind erfolgreich auf dem Mond gelandet und wollen jetzt zurückfliegen. Dafür haben wir hier eine ganz hervorragende Engine zur Verfügung mit einer Burntime von ungefähr 20 Minuten, die für so kleine Raumschiffe ziemlich ideal ist. Und die wollen wir mit einem relativ effizienten Gemisch von UDMH und NTO betreiben. Was anderes kaufe ich mir jetzt einfach im Moment auch nicht, weil ich habe nicht genug Kohle dafür. So, und jetzt sagen wir einfach mal, wir packen da UDMH und NTO mit einem Füllstand von 100% rein. Dann sind wir bei 4102 Delta V. Für den Teil der Reise brauche ich ungefähr, nein, relativ exakt, also ich brauche 1730 für einen Orbit, ich brauche 680 für ein Escape und ich habe jetzt mal gesagt, ich will noch mal ungefähr 2000 zur Verfügung haben, um zurückzukommen. 4410. Verdammt. Okay, jetzt machen wir mal ein bisschen kleiner. Also die Burntime ist auch überschritten. Okay, das heißt, hier ist jetzt noch nicht genug Fuel drin, was die Sache schwierig macht, um zurückzukommen. So. Zack, jetzt können wir ein bisschen mehr Gas geben, was die Länge angeht. Nicht zu dünn machen. So, schmupp, zack, zack, zack. Also wir müssen auf ungefähr 4400, besser ist wahrscheinlich 4500 Delta V kommen. Kriegen wir 4500 Delta V in einer akzeptablen Burntime rausgequetscht? Die Antwort ist ja, wir sind nämlich unter 20 Minuten. So. So. Ist mein Delta-V-Status noch auf Mars? Ja, danke für den Hinweis. Also die Delta-V ändern sich natürlich nicht. Das müssen wir später noch links machen. So, Trust-Level ist auch hoch genug. Wie gesagt, Delta-V bleiben ja am Ende gleich, ohne Atmosphäre. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Und Cleems, vielen lieben Dank für den vierten Monat. Nee, kommt mir auch noch gar nicht so lange vor, aber freut mich, dass es bei dir schon der vierte Monat ist. Vielen lieben Dank für dein Abo und natürlich auch dir weiterhin ganz viel Spaß beim Zugucken. So, heute mal orange. Ja, warum nicht, ne? So, jetzt haben wir aber das Problem, dass wir dafür eine Avionics brauchen. Leider. Das geht nämlich nicht ohne, denn ist zu schwer. Außer natürlich, ich lebe damit und nehme es kalkulierend in Kauf, dass ich nur über MechJep steuern kann. Was wiegt denn der Kram? Ich gucke jetzt mal kurz, wie sehr es mir den Tag versaut, die Avionics mitzunehmen. Massiv, oder? Geht eigentlich noch. Kriegen wir es mit den Avionics zurück auf 4, 5? Ja. Also wir kriegen im Toleranzbereich. Also ich habe dann eine Thrust-Weight-Ratio von 1,15. Check. Und 19 Minuten Brennzeit. Und ich habe 4555 Delta V. Check, das ist auch gut. Das wäre die Return Stage. Jetzt müssen wir den Kram, nächste Herausforderung, ich sagte ja eins nach dem anderen, jetzt müssen wir den Kram auf dem Mond gelandet bekommen. Um den Kram auf dem Mond zu landen, müssen wir mindestens 1730, besser ist mehr. Natürlich, mehr ist immer besser. Delta V rausgezaubert bekommen für
Die nächste Stage. So, wir brauchen was vom Coupling. Nehmen wir doch die. So. Ich würde tatsächlich mal nur mit 2. Ah, verdammt, ich habe was vergessen. Wir werden hier nämlich sonst keine Kontrolle haben. Das Ding wiegt 1,8 Tonnen. Ich nehme die kleinsten, die ich kriegen kann, tatsächlich. Ah, Mist, ich glaube, für die kleinen habe ich noch nicht. Mal kurz gucken. Ich habe, glaube ich, für die kleinen noch nicht. Noch nicht UDMH gekauft. Nehmen wir mal die mittelkleinen. So, die nehmen UDMH. Sind wir bei 438. Oh, jetzt sind wir schon wieder im sehr knappen Bereich angekommen. Okay, gut. Wir sind sehr knapp zur Kenntnis genommen. Gut. Da sind meine Decoupler. Okay. Meine Decoupler. Zack. Ihr seid auch Service Modules. Ihr werdet bitte auch zu 100% gefüllt. Ihr bekommt auch diese komischen Tüdel-Engines dran. Und auch ihr werdet auf UDMH umgestellt. So, und dann füllen wir das mal mit Treibstoff. Jo, zu schwer, zu viel. So, wir müssen ungefähr relativ exakt 1730 hinbekommen, aber da ich ein Freund von sogenannten Toleranzen bin, würde ich da noch ein bisschen mehr machen. Die Trust-Weight-Ratio ist jetzt nicht besonders gigantisch, aber die wird sich ja verbessern nach hinten raus, weil wenn ich jetzt mal sage, irgendwann ist der Tank zu, blub, kurz vor der Landung. Oh. Warte mal, hast du jetzt nur den hier leer gemacht? Ja, kurz vor der Landung. Kurz vor der Landung. Kurz vor der Landung. Oh, brillant ist das aber auch nicht, ne? X. Oh, schwierig. Das ist zu wenig Schub, ne? 118 ist nicht besonders gut. Stimmt denn jetzt hier nicht? Irgendwas ist gerade ganz komisch in der Berechnung. Irgendwas ist gerade kaputt gegangen. Okay, das machen wir noch mal. Irgendwas ist gerade kaputt gegangen. Hat das mit in den Tod gerissen. So, 100%. 100% sagte ich. Das seht ihr hoffentlich alle so. Warum tust du das nicht? So, also alles nochmal weg. Auf einfache Verteilung. So. Zack. Zack.
100% Füllstand. Ich möchte gerne einen 1 Kilonewton Thruster da unten dran haben. Mittig, wenn möglich. So. Und ich würde das gerne mit UDMH füllen. Und ich würde gerne hier auch UDMH benutzen. So, dann gehen wir jetzt hier mal auf relativ nah ans Limit ran und machen das Ding im guten alten Atlas-Style. So, jetzt nehmen wir es ab. Und bauen uns ein paar Mal mehr dran. Null Komma acht eins. Aber 2300 Delta V. Das wäre nicht so wild, weil dann hätte ich ein bisschen was schon, um mich in den Orbit einzubremsen. Und wie gesagt, die Thrust-Weight-Ratio geht unten raus mehr. Das ist ein bisschen risikobehaftet, aber ich kann notfalls diese Triebwerke mit zuschalten, um die Thrust-Weight-Ratio kurzfristig zu erhöhen. Meine Begeisterung hält sich in Grenzen, aber ganz ehrlich, es ist, glaube ich. Ah, nein. Randa. Es ist, glaube ich, das Sinnvollste, was ich im Moment machen kann. So, jetzt muss ich es nur noch sauber treffen zwischen den Cold Gas Thrustern. So. Okay, das haben wir schon mal. Jetzt überlege ich tatsächlich noch, ob wir nicht das Ding hier mal umstellen. Vielleicht ist es ja leichter. I pressed configure. Did I not? Irgendwas? Irgendwie will er das nicht. Wären die Dinger leichter? Wären die leichter, wenn ich das hier tue? Die hatte ich vorher. Booster. Switch to Start. Nö. Early Avionics 5.5, Basic Avionics 6.6, Upper Stage Early Avionics 6.5. Okay, nee, tatsächlich. Tatsächlich fahren wir damit dann am besten. Okay, ja, das ist tatsächlich meine Katze im Hintergrund. Die hat gerade wohl den Wunsch, hier ins Zimmer reinzukommen, ist aber gerade nicht. Weil hier gerade gestreamt wird. Also keine Sorge, da versucht niemand auszubrechen, da versucht eher jemand einzubrechen. Okay. Ich könnte jetzt die Probe-Core-Sache mir noch angucken, aber wenn ich den Preis so sehe, drücke ich da jetzt einfach nicht drauf. Oh, 6, 7 mehr kriege ich da jetzt nicht rausoptimiert gerade. Okay. Gut, Configuration Booster. Wir können natürlich nochmal gucken, was passiert, wenn ich hier drauf drücke. Nix. Okay. Gut. 6715. Rückkehr, check. Landung, check. Halber Orbit, check. So, jetzt wird's richtig spannend. Kriegen wir das Coupling technisch dazwischen gemogelt?
Nein, nein, also du hast keine akustischen Halluzinationen. Das ist tatsächlich eine Katze gewesen. So, jawohl, das sieht gut aus. Dann können wir hier ein kleines Stück Metall zwischendengeln. Wahrscheinlich reicht uns das da sogar. Oh ja, vielleicht nehmen wir ein bisschen was Längeres. Damit wir nicht auf Bodenkontakt spielen. Oh, irgendwie leckt es gerade ein bisschen jetzt. So. Und damit haben wir dann einen Haufen Probleme. Verdammt. Sag bitte, dass du einfach noch nicht betankt bist. Und wir da nachher noch Sprit reinlassen. Und zwar Unmengen. Okay, da kommt tatsächlich noch Sprit rein. Ich weiß nicht, wie viel da durch Betankung noch dazu kommt. Komm, nicht Vierfachverteilung, bitte nicht. Oh, ich glaube, jetzt kollabiert er gerade. So. Okay, also die Booster sind leer. Das ist eine gute Sache. Das heißt, wir würden noch einiges an Delta wieder zukriegen. Tipp, 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 tipp. Jetzt checken wir nochmal, ob hier die Avionics passen oben. Avionics sind okay. Sehr schön. 15,9. Ja, schwierig. Schwierig zu beurteilen. Wir machen jetzt noch Strom ran. Okay, das wiegt zum Glück nicht so viel. Oh Mann, Freunde, das wird eine knappe Nummer, glaube ich. Und wir werden die Solarpaneele tatsächlich. Ich glaube, wir benutzen sie im Transfer. Lass mich mal kurz nachdenken. Also, wir können den Transfer rüber zum Mond machen, solange laden wir das Ding noch auf. Danach kommt eine Mondlandung. Da laden wir dann schon nicht mehr auf. Die wird wahrscheinlich ein paar Stunden dauern. Und dann der Rückflug. Und den müssen wir aber nicht komplett überstehen, weil ich kann alles bereit machen. Wir haben 10.000 Einheiten Strom, die wir speichern können. Oben frisst uns halt ein Haufen Delta V raus, ne? Schwierig. Ja, doch, ich nehme sie mit an die Haupteiner dran. Es muss ausreichen, wenn ich aber Pech gehabt. So. Zack. Versuch macht klug. Ist das Streamingzimmer sonst das Katzenklo? Definitiv nein. Im Gegenteil, die haben hier oben drin nichts verloren, weil sonst der ganze Computer mit Katzenhaaren voll fusselt und der ganze Greenscreen aussieht wie Sau. Und bevor ich euch nachher statt Durchsicht im Hintergrundbild Katzenhaargefussel anbiete, haben die hier oben Zimmerverbot. Aber manchmal sehen die das leider nicht so, wie halt Katzen so sind. Gut, das ist unsere Arbeitstheorie zu der ganzen Geschichte. Wiegt 774 Tonnen. Was soll der Geiz? Ja. Hat auf der Erde auch eine sehr positive Trust-Weight-Ratio. Und wisst ihr was? Einfach weil ich sie habe, habe ich jetzt noch voll Bock, Booster daran zu bauen, ehrlich gesagt, wenn die nicht zu teuer sind. Was ist der dickste Booster, den ich im Moment habe? Ich habe nicht so ein paar Booster-Forschungen abgeschlossen. Was ist der dickste Booster? Ne, das ist der leichteste Booster, oder? Ja. Oder? Ne. Warte mal. 1, 013, 02, 0 bla. Ne, das unten sind die dicken Booster. Okay. Was ist der dickste Booster, den ich momentan habe? Ein Prozedural. 50.000. Ich denke nicht. Ich denke, dass wir den nicht kaufen werden.
Einen kleineren Booster für 6000, 6000. Was hat denn der? Trust 268. Engine can. Hallo, ich würde mir das gerne durchlesen. Ja, verzweifelte Zeiten erfordern verzweifelte Maßnahmen. Wir bauen da jetzt mal Booster mit ran. Kommt. So, das müssten 6 Stück sein. Und dann kommen die. Wartet mal. Erstmal müssen wir diese Dinger hier ein bisschen hochsetzen. So. Dann kommt die hier ran. Zack. Und jetzt hoffen wir mal, dass diese Castor Solid Rocket Motor ihre 6000 Ocken wert sind. Oh wow, die sind gar nicht so klein, wie ich gedacht habe. Hoppla. Müssen wir unsere. Ich glaube, von dem Prinzip der Flügelchen. Na, obwohl. Hier sind die auch noch gut. Das ist noch relativ weit unten an der Rakete. Kleinere Modifikationen. Dann sind wir nämlich, wenn ich die zünde. Die hier werden gezündet, wenn ich das aufmache. Und dann werden die als erstes abgeworfen. So, das bringt uns nicht so besonders viel. Schauen wir mal. Dürfen die schon allein fliegen? Nee, alleine dürfen die noch nicht fliegen. Deshalb gehen sie jetzt erstmal als Stützräder mit. Wir probieren einfach mal aus, was Booster so machen. Ich meine, die Mission ist relativ ungefährlich. Was Spannenderes fällt mir jetzt auch gar nicht ein. Wir probieren es mal damit. Ich bin gespannt, was die nachher auf dem Launchpad bringt, wenn die voll durchbetankt ist. 20.000 wäre ideal. Mit 18.000 bis 19.000, vielleicht, wenn ich Glück habe. Wir speichern das jetzt mal und geben es in Bau. Das dauert 78 Tage, das überbrückt ein bisschen die Zeit. So, wir rollen jetzt unser Mars Relay raus, weil ihr seid ja hier, um Raketenstarts zu sehen und machen tatsächlich mal einen Raketenstart. Kommt ja selten genug vor in letzter Zeit, um unser Mars Relay in Position zu bringen. Und dann hoffen wir doch mal das Allerbeste. Und ja, Markus, vielen lieben Dank für deine 5-Euro-Spende. Und ich gebe mir große Mühe, das Moped nachher zum Mond zu schießen. Hat so ein paar Unwägbarkeiten dabei, aber ne, Raketenpionierarbeit ist nun mal, wie der Name schon sagt, Pionierarbeit. So, und wir können jetzt den Rollout durchziehen. Jawohl. Spricht nichts dagegen. So, erinnert mich bitte dran, bevor wir die Mondrakete starten, muss ich auf jeden Fall den Auftrag annehmen, sonst war das. Haha, der ist jetzt nicht komplett beabsichtigt gewesen, aber ich habe es gerade noch rechtzeitig gemerkt. Sonst für die Katz. So. Zack, es ist natürlich mal wieder mitten in der Nacht. Wir starten mit dem Teil dann aber bitte tagsüber. Weil wenn wir hier schon so seltene Starts machen, dann machen wir die doch bitte im Hellen. Da kommt hoffentlich gleich ein Sonnenaufgang. Da ist er. So. Gut, also jetzt kommt einfach nur erstmal der Relay-Satellit. Der soll uns ermöglichen, dass wir die, oder uns eine Chance geben zumindest, dass wir die Mars-Mission auch tatsächlich erfolgreich zum Abschluss bringen können. Bin sehr gespannt, ob das noch was wird. Ach so, und habe ich gesagt, ich mache bis 23 Uhr? Ich meine natürlich, ich mache bis 24 Uhr. Ich habe mich irgendwie vertan. Wir haben jetzt um 21 Uhr angefangen. Also ich mache so knappe 3 Stunden. Entschuldigung. Ist noch ein bisschen Zeit. Weil ich gucke gerade auf die Uhr und denke so, na nü.
Na nö, warum ist das denn schon so spät? Aber das liegt natürlich daran, weil wir jetzt erst 21 Uhr gestartet sind. So, jetzt das erste Mal Live-Erprobung des neuen Overlays während dem Raketenstart. Also gebt da gerne auch Feedback, wie das so funktioniert. Das eine Feedback habe ich schon mitbekommen. Die Stelle mit, wenn sehr lange Time-to-Manöver dastehen, scheint es ein bisschen zu überlappen. Da muss ich dann wohl noch ein bisschen warte mal, nach darüber schieben. Genau, aber jetzt gucken wir erstmal, wie das mit dem Start so läuft. Und wie das mit dem Funkrelay dann vor allen Dingen so läuft. Das wird spannend. Und Buckles, ganz sicher habe ich die Booster nicht vergessen, denn falls du ungefähr mitbekommen hast, ist dieses Raumfahrtprogramm ja auf die Sowjetunion ausgerichtet und die Sowjetunion ist im Regelfall ohne Booster geflogen. Das ist jetzt eher bei der Luna 2 so ein Akt der Verzweiflung, weil ich sonst nicht sinnvoll schaffen würde, irgendwie die Delta V zusammenzukratzen. So, wir brauchen nämlich keine Booster bei den Russen. Zack. Zack. Gut. Rakete steht. SRS ist an. Vollschub ist drin. Smart S ist aus. Wir werden gerade noch durchbetankt. Das dauert einen kurzen Moment. Jetzt können wir schon mal gucken, wo wir so sind. Und in welche Richtung wir fliegen wollen. Wir wollen in diese Richtung direkt starten. Das sieht also ganz gut aus. Wir stehen auf der richtigen Seite des Planeten. Das heißt, wir fliegen jetzt einfach hier rum und geben Vollgas, in Richtung ein bisschen über den Horizont hinaus, also in die Richtung. Dann schieben wir unseren Orbit nämlich direkt auf eine Umlaufbahn, die hoffentlich dann relativ bald der Venus nahe kommt. So tief wie halt irgend möglich. So, die Betankung ist durch, so wie es aussieht. Jawohl. Delta-V-Werte sind stabil. Wir sind bereit für den Start. Es kann losgehen. Und Aufträge habe ich gecheckt. Ich mache hier jetzt nur ein Funkrelay. Das ist nur ein Funkrelay. Das ist noch nicht der Luna-Auftrag. Für diese Rakete gibt es keinen Auftrag. Die ist nur dafür da, dass der Mars-Auftrag eine Chance hat, eine Funkverbindung zu bekommen. Also das ist einfach nur ein interplanetarer Funkrelay-Satellit. Der wird trotzdem eine Menge Krach machen, deshalb Vorsicht mit euren Subwoofern und ich gehe mal näher ran, damit es auch wirklich Krach macht. Raketentriebwerk an. So, Triebwerke hochfahren. Sehr schön, also da verabschieden wir uns von Baikonur. Nochmal winken, denn jetzt geht's los in Richtung Funkrelay. Mal gucken, ob das alles so klappt. Bin ich echt gespannt. 140 Meter pro Sekunde, Gravity Turn einleiten. Jawohl, so sieht das übrigens aus größerer Entfernung aus. Sehr kleine Rakete, gar nicht mehr so laut. Und so sieht das aus und hört sich an, wenn man sehr nah rankommt.
Flugvektor sieht soweit okay aus. Wir sind bei knapp 9000 Metern Höhe. Geschwindigkeit ist okay. Delta V sind nicht herausragend, aber es wird wohl reichen müssen. Sehr schön. Ich glaube insgesamt bisher relativ zufriedenstellend. Schauen wir mal, dass es so bleibt. Separation und jawohl, sieht gut aus. Das sieht gut aus. Sehr schön. Nächste Triebwerksstufe läuft. Wir machen unser Fairing auf und bereiten unseren Satelliten für seine Arbeit vor. Irgendwo hatte ich ja auch. Wartet mal, ich hatte mir eine Action Group gemacht, ne? Ich traue mich noch nicht. Ich bin erst auf 84 Kilometer. Ich warte mal noch einen Moment. Ich warte mal noch so auf 100 Kilometer, obwohl ich kann es ja auch jetzt aufmachen, spricht ja nichts dagegen. Ich drücke mal die 1. Ah, working like a charm. So, sehr schön. Okay, das heißt, unsere Solarpaneele und die Antenne sind erstmal draußen. Das sieht gut aus. Und wir bewegen uns mit großen Schritten auf die nächste Stage zu. Ich raste ihn jetzt bei 15 Grad ein. Damit wir noch ein bisschen mehr Höhe kriegen und uns Zeit kaufen. Ja, die sind ein bisschen ruhiger, die Triebwerke, das stimmt. Das sind jetzt die Second Stage Engines. Da habe ich die RD-210 mittlerweile auch schon sehr einsatzerprobt. Auch 10.000 Datenpunkte drauf. Also auch die sind sehr verlässlich mittlerweile. Und als Second-Stage-Triebwerke der Proton auch eine gute Investition in die Zukunft, sage ich mal.
Die werden wir nämlich noch ein paar Tage lang benutzen, befürchte ich. Da kommt echt lange nichts, Freunde. Da kommt echt richtig lange nichts. Ich befürchte auch, wenn wir das irgendwie mit dem lunaren Flyby hinbekommen haben, müssen wir echt mal Zeit und Forschungspunkte in die Triebwerksforschung stecken. Weil jetzt bei sowas wie Lunar Landing und Sample Return merkt man langsam, dass die Triebwerke, die ich benutze, ich sag mal, einen gewissen Reifegrad erreicht haben, aber auch echt alt sind und nicht so dem Stand der Technik entsprechen, den man gerne hätte, wenn man vom Mond auch zurückkommen möchte. Da fehlt mir einfach so ein bisschen der Bums hinter. So, das sieht ganz gut aus, dass wir mit der Stage hier tatsächlich noch, wenn ich das richtig berechne gerade, locker in den Orbit kommen. Das ist unerwartet eigentlich. Das hier, meine Orbital-Stage. Das gibt uns natürlich sehr, sehr, sehr viel Puffer für lustige Spielereien. Genau, sind leider nicht so effizient. Habe ich leistungsfähig gesagt? Ich meine natürlich effizient, genau. Also die ISP ist einfach das Problem. Ich brauche unbedingt für meine Upper Stages mal irgendwas, na, wo man aus dem Treibstoff auch was rausgekratzt bekommt. Weil das, was ich so habe, oh, guck mal. Gutes Wetter, schlechtes Wetter. Verdammt, jetzt ist immer schlechtes Wetter. Na gut. Okay, ich gehe jetzt flach. Ich gehe jetzt flach, Freunde. Warum zieht die Zeit eigentlich da nicht runter? Vielleicht habe ich doch nicht so viel Delta V, wie ich glaube. Ich glaube, irgendwie wertete die Stage hier gerade nicht richtig. Das ist nämlich die Stage hier oben. Also dann ist alles gut. Ich habe mir schon gedacht, so, nanu, nanü, nanü. Das ist ja eigenartig. Aber es hat sich gerade, glaube ich, aufgelöst. Weil was immer er hier tut, das ist schon die nächste Stage, die er da anzählt. Und aus irgendwelchen Gründen zählt er die gerade hier mit rein. Was weiß ich, es wird alle sein, wenn es alle ist. So, wir haben noch 1 Minute 3 bis zur APU. Das passt ganz gut. Ich weiß nicht, wie lange die Stage hier noch brennt. Wir sind durch 3/4 des Treibstoffs durch. Also denke ich mal so ungefähr 1 Minute. Weight Ratio ist bei 2, Geschwindigkeit 5300 Meter pro Sekunde. Das heißt, wir brauchen jetzt noch ungefähr 2600 Meter pro Sekunde Beschleunigung, um in Orbit zu kommen. Und wenn ich das alles richtig sehe, so, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wenn ich das alles richtig sehe, sind wir relativ gut ausgerichtet, um, jawohl. Ich würde dann halt. Ja, wir können die Stage dann in die Richtung brennen und dann machen wir den Rest mit der Upper Stage, also der vierten Stage. Gut, dann kloppt man nämlich Stage 3 noch in diese Richtung leer. Das müsste auch gleich der Fall sein. Also lang dauert es nicht mehr, bis wir auf die nächste Stage rübergehen. Und ihr seht, wir haben mittlerweile 6200, 300. 400 Meter pro Sekunde aufgebaut und Stage Sap auf die dritte Stage. Jetzt nur noch mit einem Antrieb. Da hat. Oh shit, das erklärt's. Fuck. Da ist der Interstage Decoupler in Arsch gegangen. Okay, ich probiere es mit der nächsten Stage noch zu retten. Das ist nicht so schön. Da verlieren wir jetzt eine komplette Stage. Das war der, wo ich dieses Vierfach-Umschaltding hatte und irgendwie hat er den nicht sauber geschluckt beim Wiederanbasteln. Aber wir haben noch ein bisschen. Das hat auch mehrere Ignitions, jawohl. Dann schiebe ich uns jetzt erstmal nur in den Orbit hoch. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Oh, könnte man. Oh. Das ist zu wenig. Könnte man als Fail werden. Bin ich bei euch. Das war nicht so gut.
Ja, aber wenn die Delta-V-Anzeige spinnt, ist es leider auch zu spät, es noch zu fixen. Düdüm. Ja, schade. Schade, schade. Aber wir haben dann noch, wenn ich hier durch bin, ja, wenn ich im Orbit bin, habe ich noch knappe 5000 Delta-V, mit denen ich arbeiten kann. Das reicht auf jeden Fall für einen Fluchtversuch aus der Erdanziehungskraft in Sonnenorbit und es reicht, um unseren Orbit auf Venushöhe runterzusenken. Es ist noch nicht verloren. Das kriegen wir noch irgendwie hin. So. Das ist noch nicht vorbei. Gut. Noch ein bisschen Schub, dann sind wir erstmal im Orbit angekommen. Und dann planen wir das Manöver doch, weil jetzt habe ich ein Triebwerk, das kann ich auch wieder zünden. Jetzt muss ich nichts über den Daumen peilen. Dann planen wir das jetzt gleich vernünftig nach einer Erdumrundung mit einem sauberen Austrittswinkel. So, aber jetzt erstmal Orbit. Und ich denke mal, die Schätzung mit den 5000 Delta-V trifft relativ gut zu. Nicht ganz wahrscheinlich, aber doch. Und aus. 4993. Gar nicht schlecht geschätzt. Okay, Erdorbit sitzt. Dann kommt jetzt der lustige Teil, der Teil, wo wir uns aus der Erdumlaufbahn rausschießen. Und das machen wir dann so ungefähr da. Da so. Zack, in einer Stunde. Vollgas. Da werden wir mal schön flockig 3000 Delta-V erstmal rausrotzen, damit wir überhaupt wegkommen. So. Und dann sind wir nämlich nach diesem gigantischen Manöver schon fast auf einer Venusumlaufbahn angekommen. Das ist in 131 Tagen der Fall. Sehr schön. So. Wo ist unsere Mars-Lander-Probe? Die ist hier. Da müssen wir noch mal gucken, wie lange die eigentlich braucht. Das sollten wir jetzt gucken. Also, jetzt muss ich mal rausfinden, wann die Mars-Lander-Probe, das schreibe ich mir am besten noch mal direkt mit auf, am Mars ankommt, weil das ist ja der entscheidende Zeitpunkt, zu dem wir rausfinden müssen, wo wir dann wären. Also, da wird ein bisschen Manöverplanung nötig. Also, der Mars-Flyby. Ja, wie bei der NASA, hier wird das alles noch auf kleine Zettel geschrieben. Mars Flyby ist in, das können wir auch gleich mal einplanen. Sphere of Influence Change ist in 264 Tagen. Okay. Schwupp. So. 264 Tage. Und der Flyby an sich. Scroll, scroll, scroll. Scroll, 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 scroll. Die Periapsis sind 266, also Flyby PE in 266. Okay, das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass wir irgendwie unsere Probe, also wir verlassen jetzt den Erdorbit und versuchen dann unsere Probe so zu platzieren, dass die in 266 Tagen irgendwo in diesem Bereich sich bewegen wird, okay? Irgendwo in diesem Bereich. Das ist der Plan. So. Dann können wir nämlich ein Relay erschaffen. Und jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir das irgendwie hinbekommen. Kurz Slack. Hallo Erde. Ich bin gerade erst gestartet. Das muss also irgendwo hier oben sein. Mars Lander One Probe. Das ist noch der Rest von meinem Schützenfest. Wo ist Baikonur ist hier. Mars Relay One da. Switch. Okay, also jetzt machen wir mal Manöverplanung, die letzten Endes darauf hinausläuft, dort hinten irgendwo in 266 Tagen ungefähr zu sein, damit wir die Strecke zwischen der Mars-Lander-Probe und der Erde überbrücken können. Das wird wahrscheinlich nicht ganz einfach, aber vielleicht wird es auch einfacher, als ich mir das gerade vorstelle.
Ich bin nicht so geübt bisher in super präzisen Manövern. Also, so wie wir es jetzt geplant haben, wären wir in 266 Tagen. Das müssen wir fast ein bisschen hochdrücken dann wieder. Okay, wir müssen ein bisschen langsamer fliegen. Stimmt, wir müssen irgendwo zwischen die Umlaufbahn gehen. Vielleicht müssen wir tatsächlich in die andere Richtung starten. Lasst mich das kurz mal ausprobieren. Was wäre denn, wenn? Hui. So. Wir starten mal in die Richtung. So. Oh, mit Moonflyby, oder? Geile Scheiße. Ah, kommt dann. Das aus Prinzip machen wir das schon so. So, dann wären wir in 266 Tagen. Ist noch ein bisschen too much, ne? In 266 Tagen wären wir echt noch weit weg. Ich will da schon hin. Okay, es ist irgendwo. Es ist im Prinzip irgendwo dazwischen, ne? Total fies. Das sieht gar nicht schlecht aus. Ja, ich glaube, so kann man das nehmen. Weil die Erde wird, wie gesagt, irgendwo hier sein. Wir wären dann irgendwo hier so. Na, ein bisschen weiter zurück noch. So, das scheint eine Entfernung zu sein. Die scheint ja auch jetzt halbwegs zu klappen. Und würden dann zum Mars, der war irgendwo hier so zu der Zeit, relayen. Machen wir so. So machen wir das Manöver. So, Freunde. In 27 Minuten ist es soweit. Und es kostet uns nur 3203 Delta V. Das heißt, wir können mit dieser Probe später noch andere Relays fliegen. So, jetzt bereiten wir die aber mal für ihren Einsatz vor. Und zwar, das Ding hier wird auf jeden Fall auf die Erde zeigen. So. Und das Ding hier wird activate. Und wird auf den. Oh, jetzt muss ich mal aufpassen, dass ich nicht. Ja, ist okay. Ist korrekt. Das hier wird auf den. Ja, wo ist der? Finde ich ihn denn? Ah, Marsländer 2 zeigen. Gut. So viel dazu. Ist das Staging immer noch durcheinander? Nee, so soll es eigentlich genau sein. Genau so soll es sein. Ich will nämlich erst dieses Decoupling machen und in dem Moment will ich aber dann auch die Teile hier einschalten. Zack. Obwohl, ich werde die Teile jetzt schon einschalten müssen, ob es mir gefällt oder nicht. T-t-t-t-t. Weil ich sonst nicht allegen kann. RCS an. RCS an. RCS an. Und RCS an. So. Genau, also wir werden auf die Endstage auf jeden Fall gehen. So, und jetzt zoome ich uns mal zum Manöver ran. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. So, wie lange wird das dauern? 2 Minuten, 3 Minuten? Ja, wir werden ungefähr 2 Minuten 30 oder sowas brennen. Das heißt, bei 3 Minuten schmeißen wir mal. So, RCS an. Ausrichtung auf Node los. Prüfe das sicherheitshalber mal. Das sieht aber auch gut aus, dass das in die Rotationsrichtung ist. Jawohl. Und bei 2 Minuten 30 schmeiße ich das Triebwerk an. Okay. Okay. Das sieht vielversprechend aus, dass das klappen könnte.
Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. 2 Minuten 30. Alle Jing läuft. Triebwerk an. Und los geht die wilde Fahrt. RCS ist wieder aus. Wir wollen nichts verschwenden, weil jetzt kann das Triebwerk erstmal die Stabilisierung übernehmen. So. Gut. We are on our way. Ja, da kann ich jetzt gar nicht viel tun, außer warten, dass das Triebwerk sauber durchläuft. Delta V muss es noch durchhalten, danach können wir das mit der Upper Stage zu Ende fliegen. Ja, und ich glaube, viel besser wird es vom Relay nicht mehr. Also viel besser kriegen wir das nicht platziert. Jetzt so auf die Schnelle. Wir müssen dann halt die Mars Probe jetzt noch umstellen. Wahrscheinlich, sobald wir eine Verbindung haben. Moment. Sagt er uns dann noch? Not in range. Ich befürchte aber eher, weil der Freund Erde dazwischen ist. Oder ich hoffe, dass es daran liegt. Weil wenn die jetzt schon nicht in Range sind, haben wir ein Problem. Aber eigentlich muss er in Range sein, weil die Mars Probe hatte auch noch, also der Marsländer hatte auch noch eine Verbindung zur Erde. Es sollte eigentlich funktionieren. Wir probieren das dann erstmal mit der Sekundärantenne aus. Fällt mir gerade ein, die können wir dann nochmal einklappen. Oder wir klappen die andere dann ein, wenn die eine Verbindung hat. So, noch 900 Delta V auf dieser Stage. Dann geht's rüber auf Freund Probe. Ja, ich denke mal, dass da im Moment die Erde einfach auf der Funkstrecke dazwischen ist. Anders kann ich mir das gerade nicht erklären, warum das nicht funktioniert. So, die letzten paar Delta V. Ich mache schon mal RCS an, damit er uns gleich stabil hält, wenn wir uns absprengen. Sonst gerät uns da die Probe nämlich ins Taumeln. Und wir haben Stage Step in 3, 2, 1 und Stage Step. Und Zündung unserer Antriebe. Die Omni-Antenne ist an der anderen Stage dran. Und die dämliche kleine Spaßantenne, die ich hier habe, ist zwar ausgerichtet, aber zu nah an der Erde dran und hat gerade keine Verbindung. Nein, das können wir definitiv auf die Fail-Counter-Stelle setzen. Gut. Wie gut ist es denn schon geworden, das Manöver? Wie viel fehlt uns denn noch? Ah, ist gar nicht so schlimm. Okay. Pass mal auf. Das machen wir jetzt mal aus. In der Hoffnung, dass wir hier oben eine Funkverbindung kriegen. Gut, ich warp jetzt mal raus. Je mehr wir uns von der Erde entfernen, desto besser muss es eigentlich werden mit der Funkverbindung. Jawohl, da ist was. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und wir sind auch noch 10 Minuten drüber. Haha, das ist ein definitives Hingewindert. Das reicht mir, um den Counter zu erhöhen. So, ja. Gut genug, würde ich mal sagen. Gut genug. Jap. Jap. Jap, jap. Sehr schön. Damit kommen wir auf jeden Fall in eine saubere Sonnenumlaufbahn raus.
Dann muss die nur so ungefähr stimmen. Ich bin da gar nicht kleinlich, ehrlich gesagt. Die muss ungefähr mit dem übereinstimmen, was wir geplant haben. Dann ist es gut. Ob ich jetzt hier so ein Stück oder so ein Stück weiter vorne bin, das wird am. Ja, es wird den Kohl nicht fett machen, glaube ich. Ich glaube, es ist am Schluss egal. Also ich glaube, wichtig ist wirklich, dass ich hier irgendwo in den Bereich komme. Und dann schauen wir mal. Na, kommt da bald mal mein Manöver oder? Ah, jetzt müsste es hier im Moment kommen. So. Jawohl. Am Ende des Tages sogar noch 33 Delta V gespart. Because of reasons und so. Gut. Sehr schön. Das heißt aber jetzt auch, wir sind mit unserer Probe Luna, Marsländer One ist nicht, was wir suchen. Irgendwo ist Marsländer 2 unterwegs. Wo ist ein Marsländer 2 unterwegs? Marsländer 2 ist da vorne unterwegs. Okay, unsere Probe hat saubere Sichtlinie zu Marsländer 2. Das heißt, Marsländer 2 und ich müssen jetzt nur noch Freundschaft schließen über unsere Antennen. Erde, zack. Marsländer 2. Okay, er behauptet zwar weiterhin, dass er nicht in Range wäre, aber ich würde sagen, das gucken wir uns doch jetzt mal an. Indem wir zum Marsländer 2 rüberspringen und uns einfach mal anhören, was der dazu zu sagen hat. Mars One ist es nicht. Marsländer 2. Switch 2. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Okay, also der Relay sieht nicht schlecht aus. Und ich kann ja auf Nummer sicher spielen im Anflug auf den Mars. Ich kann ja beide Antennen offen lassen. Eine auf die Relay-Probe und eine auf die Erde. Und ich werde dann sehen, ob eine von beiden funktioniert tatsächlich. So, also ich nehme jetzt natürlich nicht die Hauptantenne und ändere die, sondern ich ändere das Ding hier auf Mars Relay. Mars Relay One. So. Zack. Und aktivieren. Mich ja mal gespannt. Das dauert jetzt einen kurzen Moment. Schwupp. Verstehe ich nicht. Wieso sagt er denn, dass die Earth? Aber Earth hat eine Verbindung, ne? Okay, also irgendwie die Antenna-Range wird nicht sauber berechnet. Wisst ihr was? Ich lasse einfach mal beide an und wir gucken, was nachher passiert. Den können wir, glaube ich, noch hibernaten. Ist wahrscheinlich keine so schlaue Idee. Oh, warte mal. Habe ich hier noch das Kommando drin? Das läuft trotzdem noch, ne? Cool. Das heißt, ich kann auch später die Antenne. Damn. Wartet mal, es ist eigentlich alles vorbereitet. Also eigentlich kann ich hier auch einfach sagen, Erde und. Oh Gott, ich hoffe, ich verbox jetzt nicht. Erde. Und deactivate. So.
Zack. Ich hoffe, das war die richtige, ehrlich gesagt. Das ziehen wir gleich nochmal gerade. So, ich gehe jetzt das volle Risiko ein. Ich stelle die jetzt um. Ich stelle sie jetzt um. Na, wisst ihr was? Ich kann einfach Folgendes tun. Hahaha, ich bin ein schlauer Mann. Wir stellen uns jetzt hier kurz mal ein Delay von einer Stunde ein. Zack. Und machen ein. So, eine Stunde. Zack. Und machen Activate. So, dann haben wir jetzt eine Stunde Zeit. Wenn in der Stunde irgendwas schief geht, klappt dann hier jetzt eine Antenne wieder auf, die auf die Erde ausgerichtet ist. Und alles wird gut. Ne, weil die ist auf die Erde ausgerichtet. So, jetzt richten wir, ach, alles auf Nummer sicher heute. Jetzt richten wir die ausgefahrene Antenne auf unsere Probe aus und beten und hoffen, dass das so funktioniert, wie ich mir das ausgedacht habe. Alles gut. Ich habe eine Verbindung. Sehr schön. Okay. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie wir vorgehen. Also, das mit Erde wird ganz sicher nicht funktionieren. Also wäre jetzt der Punkt, einfach zu sagen, wir nehmen das hier raus. Zack. Dann löschen wir dieses Kommando. Und wir löschen dieses Kommando, um sicher zu gehen, dass ich jetzt nicht irgendwie, weil ich habe jetzt so viel mit Rotation und den Antennen gemacht, ich will nicht, dass die falsche Antenne, also dass die dann einfach nicht aufgeht. Das wäre irgendwie peinlich. Dann warten wir jetzt einmal, dass die Kommandos durchgehen. Zack. Okay. Und anhand des Panels sehe ich, es sind noch 267 Tage, 20 Stunden und bla bla bla. Ich mache da jetzt 268 Tage einfach rein. Days. Zack. So. Und guck jetzt nochmal, die hier ist sauber auf die Erde ausgerichtet. Check. Und ich sage jetzt Activate. Gut. Thema durch. Das heißt, wir haben das so weit vorbereitet, dass es funktioniert. Das Relay ist auch voreingestellt. Es wird nicht besser. Es wird nicht besser. So, jetzt prüfen wir nochmal bei der Mars Relay Probe. Das wäre jetzt der zweite Fail, den ich noch bauen könnte. Aber das machen wir tatsächlich über das Tracking Center. Also über die Tracking Station. Sonst finde ich die jetzt nicht mehr in dem ganzen Gewühle. Jetzt gucken wir da nochmal, wo wir in 266 Tagen sind, weil eventuell müssen wir unseren Kurs noch ein bisschen korrigieren. Wir haben ja noch ein bisschen Saft im Tank. Und dann heißt es abwarten. Dann heißt es abwarten. So, Mars Länder 2 und los. Nein, ah, da will ich gar nicht hin. Ah, ihr seht, es ist schon etwas später. Ich entschuldige mich dafür. Ich habe heute auch nur sehr wenig Alkohol getrunken, aber ich bin etwas unkonzentriert, merke ich gerade. Ich will natürlich zum Mars Relay. Das machen wir gleich nochmal. Zweiter Anlauf. Gut. Gleich. Gleich. Und kommt nicht auf die Idee, deswegen Fail zu zücken. Das werde ich nicht akzeptieren. Zählt noch nicht zu Fails. Das ist nichts kaputt gegangen. So, zweiter Anlauf. Wir gehen nochmal in die Tracking Station, damit ich dann diesmal die korrekte Maschine auswähle. Ja, manchmal hat man so Tage, genau. Einfach ein bisschen unkonzentriert. Gut, und dann gucken wir das da, wie gesagt, in 266 Tagen ab jetzt eine schöne Position anliegt, von der wir glauben, dass sie uns helfen wird. Jetzt.
Mars Relay One. Escape Trajectory out of Earth klingt auch sehr vielversprechend. Wir sind also wirklich unterwegs in Richtung Sonnenumlaufbahn. So, und jetzt gucken wir mal, ob unsere Position dann tatsächlich hilft. Und alles nur, um die blöde Mars-Mission zum Funktionieren zu bringen. Solche Aufwände. Solche Aufwände. Puh. Sehr schön. Okay. Karte auf. Wo sind wir in 266 Tagen? Weil die Erde wird in 266 Tagen, wie gesagt, fast einen Umlauf haben. Die wird, wie gesagt, irgendwo hier rumdüdeln. Mars wird dann irgendwo hier so sein. Wir wollen irgendwo hier so sein. Ja, ist gar nicht so schlecht. 248. Oh, ich weiß nicht, ob das reicht. Müssen wir es vielleicht ein bisschen größer ziehen noch? Es ist eigentlich genau in dem Bereich, den ich angepeilt habe. Die Frage ist, ob es reicht, ne? Wir werden es sehen. Also zur Erde kriege ich auf jeden Fall eine Verbindung. Die Frage ist, kriege ich zum Mars eine Verbindung? Wir werden es sehen. Gut, lassen wir so stehen. Ich bin sehr gespannt. Marsländer ist eingeplant, dass der sein. Also wir bekommen mit, wenn der die Sphere of Influence wechselt. So, und wir haben uns ja jetzt in voller Weisheit entschieden, noch eine Lunar-Rakete zu starten. Das fangen wir jetzt auf jeden Fall mal nochmal an, die aufs Pad rauszustellen und loszufliegen. Da bin ich sehr gespannt, was ich da alles vertüdelt habe. Wir hoffen nicht allzu viel. Oh. Tja, KSP hat sich gerade mal ganz kurz verabschiedet. Das heißt, ihr kriegt eine Runde Musik und ich mach mal einen klitzekleinen Neustart. Entschuldigt mich einen Moment. So, da sind wir wieder. Und als allererstes nehmen wir dann jetzt mal. Nee, ich nehme sie noch ein bisschen später an, wenn fertig gebaut ist. Aber ich hab dran gedacht. Ich habe dran gedacht. Wir spulen jetzt mal vor auf Rakete fertig gebaut. Das sind nämlich 74 Tage mehr, die wir Zeit haben, falls das nicht klappt, um das noch irgendwie gelöst zu bekommen. Also, Warp to complete. Luna 2 wird gebaut. Und dann können wir den Auftrag annehmen und sie starten. Bin mir ganz zuversichtlich, dass nach dem Neustart das Spiel für den Rest des Streams durchhalten wird. Also, das ist erledigt. Dann starten wir den Rollout. So, tech-technisch haben wir auch noch 113 Tage Zeit. Wir können also theoretisch sogar noch eine Mission zwischenschieben, wenn wir es für Cookie besonders spannend machen wollen. So, und jetzt nehmen wir den Lunar Landing and Sample Return Auftrag an. Gibt zumindest schon mal gute Kohle vorab. Was haben wir hier eigentlich noch alles aktiv? Marslandung, Mars Atmospheric, Lunar Landing, Crewed Lunar Flyby, alles klar. Decoupler sollte kein Problem sein. Diese Rakete hatte ich vom Staging nicht weiter angefasst. Wenn ist jetzt eh zu spät, ist im Rollout befindlich. So, weil da muss ich zurückrollen und editen und bla, das verzögert es dann wieder. So, den fügen wir noch in unsere Warnliste ein, dass wir rechtzeitig mitbekommen. Also langsam wird es jetzt eher dringend, dass wir dann den Crewed Lunar Flyby auch wirklich erledigen. Wir haben 324 Tage Zeit, bis wir den erledigen müssen.
Und in 118 Tagen war es, glaube ich, 113 Tagen sind Mature Capsules fertig. Das heißt, wenn ich die 113 mal abziehe, haben wir dann so 211 Tage Zeit, um einen lunaren Flyby hinzubekommen. Mit Raketen bauen und ein bisschen beschleunigen haben wir 3 Versuche. Mit massiv beschleunigen 4. Ohne beschleunigen wahrscheinlich eher so 2. Muss also klappen, ne? Gut, ich würde sagen, Körbel-Alarmglock erstmal höflich in den Ignore-Mode schicken. Das war die Alarmglock. Und das hier nach draußen bringen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das so funktioniert mit dem Luna 2. Wir haben aber auch hier noch, wie gesagt, ein bisschen Puffer. Dadurch, dass ich den Vertrag erst jetzt angenommen habe, haben wir 361 Tage Zeit. Da können wir also noch ein paar Versuche starten. Ich befürchte fast, dass unabhängig von anderen Dingen, die schief gehen können, einfach unser Delta-V-Budget ein bisschen knapp sein wird für die ganze Geschichte. Ich bin gespannt, wie es aussieht, wenn die Kiste fertig durchbetankt ist. Ich hege aber berechtigte Zweifel. Ich hoffe, ihr versteht, warum. Aber mal gucken, ne? Am Ende weiß man es erst, wenn man es probiert hat. Wie gesagt, wir müssen so an die 20.000 Delta V tatsächlich rankommen und das befürchte ich, wird die Karre nicht hergeben. Mit 19.000 haben wir vielleicht noch irgendwie eine Glückschance. Mit 18.000 ist der Zug, glaube ich, schon deutlich abgefahren. Also wäre so meine Vermutung. Ich habe es noch nie gemacht. Aber wie gesagt, Taschenrechner sagt, 20.000 dürfte irgendwie funktionieren. Und ich vermute mal, mit kreativen Manöverplanen kann man mit 19.000 bestimmt auch noch irgendwas rocken. So. Gut, die Kiste befüllt sich erstmal in Ruhe, aber zählt nicht so schnell hoch, wie ich mir das erhofft hätte. Ich denke, wir kommen irgendwo bei 17.000 raus. Mal gucken. Wir holen uns mal den Mond heran. Eben war er noch irgendwo da. Set as target. Wir sind hier so. Der Mond ist da so. Das heißt, wir wollen dann noch mal hier rüber rotieren. Noch zählt er hoch, noch ist alles gut. Haupttank ist fast voll. Boostertanks. Ah, geht noch ein bisschen was. Okay. Boostertanks geht noch ein bisschen was. Okay, die 17.000 knacken wir auf jeden Fall. Wenn ihr meine ehrliche Meinung hören wollt, wahrscheinlich nicht. Aber wir probieren es mal und gucken mal, wie weit wir kommen damit. So, da ist der Mond, da sind wir. Wo sind wir eigentlich? Da sind wir, ne? Ja. So, dann drehen wir uns jetzt mal hier rum, dass wir das wieder über einen polaren Anflug klären. Dann können wir auch tagsüber starten, das ist ganz schön. So, jetzt mal gucken, dass wir nicht zu spät rauskommen. Ich starte in ungefähr diese Richtung. Jo, ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt zum Starten. Okay, damit auch, ich glaube, frühestes Morgengrauen auf die Stunde genau getroffen. So, heute auch das erste Mal Start mit Boostern. Mal gucken, wie das so funktioniert. Ich würde sagen, wir zünden den Knaller mal und gucken. Es ist ein relativ verzweifelter Versuch, das muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, wir brauchen ein bisschen höherwertige Triebwerke, um es zu schaffen, also um es tatsächlich zu schaffen. Aber es heißt ja nicht, dass wir es nicht trotzdem probieren könnten. Und das tun wir jetzt. 3, 2, 1, vorzunehmen. Und wir starten in 3, 2, 1, Zündung. Jawohl. Oh, ich habe ein bisschen viel Gewicht drauf, scheinbar. Okay, Booster laufen. Wir haben eine Thrust Rate von 1,5, die uns hier wegzerrt. Was auch gar nicht so schlecht ist, weil wir tatsächlich sonst ein bisschen untermotorisiert werden beim Start. Okay. Gewicht. Wo ist mein Gewicht? Wo ist mein Gewicht? Da.
Geistesabwurf unserer Booster. So, mal gucken, wie die Booster-Set so klappt. Das erste Mal gesehen, dass eine Proton, glaube ich, mit Boostern gestartet wurde. Sowas macht eigentlich keiner. Wie gesagt, ich glaube, ich brauche auch eher effizientere Triebwerke als Booster in meiner Proton. Aber verzweifelte Zeiten verlangen verzweifelte Maßnahmen. So. Wir haben aber ordentlich Speed drauf. Das muss man sagen. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir die Nase auch noch rumbekommen, um aus dem Speed was zu machen. Mal gucken. Mal gucken. Also, und wenn es dann halt nur eine Mondlandung wird, ist es trotzdem aus Prinzip cool. So. Wir probieren es auf jeden Fall. Passiert. Wie gesagt, ist jetzt alles ganz schön auf Kante gebaut. Wir haben eine sehr niedrige Thrust-Weight-Ratio zum Landen. Da muss ich super aufpassen, dass ich mich nicht verkalkuliere und wir einfach zerschellen am Boden. Das wird auf jeden Fall spannend. Ich überlege gerade, ich werde wahrscheinlich hart oder nah zumindest am Suicide Burn arbeiten müssen, um so effizient wie möglich zu landen. Weil sonst der Treibstoff auf keinen Fall reicht. Das wird auf jeden Fall eine mit einer sehr heißen, sehr brüchigen Haarnadel gestrickte Mondlandung. So viel kann ich schon mal sagen. Schauen wir mal, ich bin gespannt. Ich mag ja Herausforderungen. Also ich glaube, selbst die Mondlandung mit dem Vehikel wird schon ein mittelschweres Desaster vom Schwierigkeitsgrad her. Über Rückflüge haben wir da noch gar nicht gesprochen. Wäre natürlich super, wenn es trotzdem funktioniert, aber ja, ich hege Zweifel. Kleinere Zweifel. Okay. Gravity Turn sieht so schlecht nicht aus. Ich lasse ihn den heute einfach mal machen. Roland Wolf, vielen lieben Dank für dein Abo und dir ganz viel Spaß weiterhin beim Zugucken. Ja, und wir drücken mal, ihr drückt doch hoffentlich alle den Daumen. Bei Cookie kann ich es verstehen, falls es nicht tut, falls du noch da bist und zuguckst. Cookie, ich hoffe natürlich, du bist längst im Bett, weil du bestimmt morgen Schule hast. Aber falls du noch da bist und zuguckst, drückst du. Du hast das Recht, nicht die Daumen zu drücken. Der Rest von euch drückt hoffentlich die Daumen für unseren Mondanflug. Weil auch wenn der echt knapp ist, der ist trotzdem cool, wenn es funktioniert. So, ich gehe mal mit dem NASC ein bisschen runter. Wir setzen alles auf Geschwindigkeit. Höhe sieht schon ganz gut aus. Wir müssen wieder dieses Manöver fliegen, wo wir so ein bisschen mehr Höhe gewinnen und dann uns unten rumdrücken. Also diejenigen von euch, die die unbemannte Mondlandung gesehen haben, wissen, was ich meine. Das probiere ich jetzt stumpf nochmal durchzuziehen. Das hat relativ gut geklappt. So, Sepp auf die zweite. Das mit dem Staging war ein bisschen grenzwertig, aber ich war zum Glück schon hoch genug. Heieieiei, knappe Geschichte. Das hätte jetzt auch schief gehen können, in einer etwas niedrigeren Atmosphäre. Gut, aber dann packen wir hier mal alles nach draußen. Aber ist ja nichts passiert. Das zählt weder als Fail noch als Winter, würde ich mal sagen. Es ist einfach nochmal gut gegangen. Einfach nochmal gut gegangen.
Jetzt gucken wir, dass wir den ordentlich ausrichten. Ich will keine Verlängerung des Orbits in Richtung Süden. Wie ist unsere Inklination geworden? Wenn ich das verlängere, fliegen wir jetzt da schön durch. Das sieht gut aus. Zack, dann kommen wir da hinten rum und da müssten wir ungefähr den Mond treffen. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Staging scheint diesmal auch ein bisschen hübscher zu sein. Jetzt geben wir erstmal Hackengas. Wir haben schon ganz gut Höhe. Ich lasse halt so eine Inklination von 10 Grad lasse ich drin. Da sind wir relativ flach und vergeuden nicht viel an die Gravitation, kaufen uns aber gleichzeitig eine relativ hohe Apoapsis. Das Spiel kennt ihr ja schon, weil ich mit der Apoapsis ein paar schmutzige Tricks vorhabe, um den Mondanflug hinzubekommen. Muss es eigentlich eine N1 Apollo-Style Mondlandung werden? Nein. Wir haben explizit gesagt, also ich versuche mich auch sehr gut an das Vorbild zu halten mit vielen Raketen, das merkt ihr auch, aber ich habe auch festgestellt, ich habe tatsächlich nahezu keine N1-Bauteile in dem Modpack drin, was ich installiert habe. Und wie wir alle wissen, hat das mit der N1 ja auch nicht so richtig gut funktioniert. Was ich mir in den Kopf gesetzt habe, ich will auf jeden Fall die Sojus-Serie zusammen mit dem russischen originalen lunaren Landemodul verwenden. Aber ich halte es für relativ wahrscheinlich, dass ich unten drunter eine eigene Rakete konzipieren werde, weil die N1 halt nicht so gut funktioniert hat. Sonst wären sie ja zum Mond geflogen. Wie Cookies hält, das kann ich euch nicht sagen, aber auch bei Cookies ist es okay, wenn der sagt, er macht das über, was weiß ich, Gemini-Module oder bastelt sich was Eigenes, dann ist es halt so. Am Ende des Tages ist es schwer genug. Ich werde auf jeden Fall den Sojus-Weg gehen, das kann ich euch schon mal sagen. Auch mein Moon-Flyby ist den Sojus-Weg gewählt, weil das auch noch Proton-Raketen sind. Also da versuche ich mich so nah wie möglich an der Wahrheit zu halten. Aber spätestens an dem Punkt, wo ich tatsächlich einen Kosmonauten in einen Mond-Flyby schicke, ist es eh vorbei mit der Wahrheit, ne? Soweit sind die Russen nie gekommen. Alles ab da ist freihändig improvisieren, weil es in der Wirklichkeit nie stattgefunden hat. Das heißt, wenn dann einer sagt so, oh, du hast die Mondlandung aber mit nicht mit der N1 gemacht. Ach, tatsächlich ist das nicht realitätsnah genug, weil selbst wenn ich mit N1 lande, ist es auch nicht realitätsnah, weil hat nicht stattgefunden. So einfach ist es. Genau, aber wie gesagt, also mein Plan ist es tatsächlich mit dem Sojus-Lock-Modul, also mit dem Sojus 7K-Lock, und dem, oh Gott, wie heißt es? LK, Luna, irgendwas, Dingsbums, also diesem Ein-Mann-Länder runterzugehen. Das sieht alles so einfach aus, Wodanswolf. Tja, ist es aber nicht. Ist es nicht. Nicht mit Real Solar System, wenn du KSP eher noch anfängst. Ich habe eine coole Tutorial-Serie auch auf YouTube drüben. Kleine Werbeeinblendung. Da kann man sich auch angucken, wie es, achso, die Tutorials kennst du schon, sehr schön. Genau, da kann man sich erstmal die Basics angucken. Da kommen übrigens auch noch weitere Folgen. Ich muss nur Zeit dafür finden. Spätestens Ende Oktober habe ich wieder Urlaub. Da werde ich dann die allerspätestens die nächsten Folgen machen. Es wird weitergehen auf jeden Fall mit dem Tutorial. Sobald ich Zeit finde. Und ich denke mal, das nächste Tutorial wird sich dann auch schon mit vielleicht einem Moon Orbit, vielleicht auch schon mit der Moon Landung beschäftigen. Muss ich mal gucken, wie weit ich da schon komme. Ich muss es ja auch selber spielen. Jawohl. Also, da immer erstmal mit normalem KSP anfangen. Ich habe auch echt lange gebraucht, bis ich mir an RSS rangetraut habe. Und ich bin am Anfang auch echt verzweifelt mit RSS. Ich verzweifle heute ehrlich gesagt noch manchmal mit RSS. Ich verzweifle heute ziemlich oft mit RSS immer noch. So stimmt es eigentlich am allermeisten. So, Antenne ist draußen, Solarpaneele sind draußen, 256 Kilometer Apoapsis sieht auch gut aus. Wir machen Zap auf die dritte Stage. Und ich habe mich um 3 Tonnen mit den Avionics verschätzt und irgendwas stimmt nicht. Fuck, das hätte ich nicht tun sollen. Meine Antriebe waren vorne mit an. Ich habe ausgemacht und das andere Triebwerk kriege ich nicht mehr gezündet. Damit kann ich das Ding hier auch abbrechen. Kurzschlussreaktion, das hätte ich nicht tun dürfen. Ich hätte vorne die Antriebe abschalten sollen. Also hier, falls ihr es nicht gesehen habt, warum ich jetzt gerade ausgemacht habe, diese Antriebe hier sind mit angegangen. Und ich habe jetzt ausgemacht, habe aber nicht dran gedacht, dass das hier nur eine Ignition hat.
Das war nicht so gut und das gibt definitiv einen auf den Fail-Counter drauf. Ja, ärgerlich. 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 Reicht das noch für eine Mondlandung? Ich brauche noch zwei. Nee, ich komme nicht mal mehr bis in die Mondeinflusssphäre. Da fehlt zu viel. Ja, im Staging ist heute tatsächlich der Wurm drin ein bisschen. Hätte ich noch mal besser kontrollieren müssen. Habe ich aber nicht. Kann ich mir nur selber vorwerfen. Ja, dann würde ich mal sagen, testen wir doch mal die Wiedereintrittskapsel. Ich habe, glaube ich, noch nie eine Biological Probe gemacht, oder? Habe ich schon mal ein Biosample gemacht? Nee, doch, habe ich hier schon mal gemacht. Ja, komm, dann machen wir doch Folgendes. Wir machen jetzt als allererstes mal. Jetzt müssen wir mal gucken, ob. Oh Gott, das ist ja alles durcheinander hier. Was denn da passiert? So. Wir tragen die Biological Probe dann, glaube ich, noch in High Over Earth. Dann kann ich zumindest noch sagen, mit gutem Gewissen, ich habe ein paar Science-Punkte rausgeschunden. So, zack, zack, zack. Das noch nicht. Das auch noch nicht. So. Das hier kann man aber schon mal machen, weil ich muss jetzt gleich allergen. So, und jetzt müssen wir die hier einmal wieder ausknipsen. Shutdown. 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 Ein bisschen beeilen gleich. Shutdown. So. RCS an. RCS an. Achso, ich bin zu schwer. Okay, rauf auf die nächste Stage. Controls habe ich wieder. Ich ziehe hoffentlich gleich die Nase erfolgreich hoch und ich hoffe, ich kriege das Zeug hier stable. Very risky, very risky, 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 stable, feuerfrei. So, wir ziehen uns das jetzt in den Orbit hoch. Komme, was da wolle. Komme, was da wolle und ein bisschen Glück vielleicht. So, zack. So, wir haben ja, das ist mir jetzt gerade noch eingefallen, das ist jetzt ist Kacke mit dem Mondflug, aber das ändert ja nichts daran, dass wir versuchen sollten, das Beste draus zu machen. Und da ist eine Biological Return Capsule mit dabei. Und wenn wir jetzt schon mal fliegen, können wir ja zumindest mal testen, wie gut die funktioniert. Wir fliegen das Ding jetzt nämlich mal in einen hoffentlich zumindest High Over Orbit. Und versuchen es dann in Wiedereintritt zu bringen. Dann können wir zumindest mal testen, ob dieses Probe-Ding hier oben, was wir zurückschießen wollen vom Mond, prinzipiell funktioniert. Und ich habe, glaube ich, noch kein Biological Return Probe-Ding aus dem High-Over gemacht. Hier habe ich scheinbar schon. Ach doch, ich habe. Ja, stimmt, ich habe ganz am Anfang mal so Wiedereintrittsdinger gemacht. Aber ich glaube, High-Over habe ich noch nicht, oder? Das können wir jetzt mal testen. Wie sieht es hier aus? Sieht aus, als ob ich ganz schnell runterkomme. Ich hoffe, das fängt sich noch. Biological. Ach so. Okay. High. Over. Nee. Space. Jawohl, Space High Over Earth habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Das heißt, ich muss es jetzt nur noch versuchen, irgendwie in den Orbit zu retten. Und das wird relativ spannend, weil ich ganz schön schnell nach unten komme. Oh mein Gott. Ich hoffe, ich verglühe mit dem Ding nicht. Das hat ein bisschen. Ich war ein bisschen zu lange verzweifelt, scheinbar. So. Ich hoffe, ehrlich gesagt, dass ich das noch hochgeschoben bekomme. 2 Minuten ist echt lange hin. Ich falle ein bisschen zu schnell. Ich falle ein bisschen arg schnell. Und das andere Ding hat zu wenig Thrust Weight. Das könnte echt schief gehen. Ach ja. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ich weiß es nicht, ob das reicht.
So, ich bereite jetzt hier mal alle Truster von dem Ding vor, um so schnell wie möglich noch eine Zündung hinzubekommen. Also in die Atmosphäre werde ich auf jeden Fall eintreten. Die Frage ist jetzt halt, wie weit ich es noch gefangen bekomme. Also ich muss ja nur schnell genug meinen Arsch hochbekommen. Ich gebe mir jetzt nochmal hier mit den letzten paar Sekunden so viel Schub wie möglich nach oben mit. Auch wenn das nicht besonders gut für die Orbitalgeschwindigkeit ist, aber ich will nicht so schnell sinken. Ich will unbedingt, dass ich ein bisschen Zeit habe zu reagieren, weil ich werde gleich nicht viel Schub haben. Und ich brauche aber eigentlich nicht mehr viele Meter pro Sekunde, um in Orbit zu kommen. Und da, bis ich das geschafft habe aufzubauen, obwohl 27 Meter, okay, das wird jetzt eh alles nicht so stimmen, weil ich jetzt was durchzünde, was so gar nicht geplant ist. Fuck, ich brauche den richtigen Separator. Ich brauche diesen Separator. Okay, wir sinken relativ langsam. Relativ. Und wir haben nicht mehr so viel Speed aufzubauen. Das, mal gucken, ob ich das noch gerettet bekomme. Das ist er nicht. Okay. Zack. Okay. Activate. Nein, bitte fang dich. Bitte mach mich nicht unglücklich. Dreh dich wieder rum. Ich weiß, ich habe dir ganz kurz ungleichmäßigen Schub gegeben. Das war nicht nett von mir. Das sollte ich nicht tun. Ah, komm schon. Komm. Ah, wir sind kurz am Steigen gewesen. Ganz kurz. Ganz kurz. So. Irgendwo hier ist doch meine Orbitalrichtung, oder? In die ich losgeflogen bin. Da. So, Feuer frei. Ich hoffe, der hält sich. Ja, ich kann ihn halten. Okay. Guck mal auf den Höhenanzeiger. Yes. Komm, ich weiß, dass du es willst. Ja, yeah, ich krieg ihn ins Steigen. Aber hart am Limit. Ganz, ganz hart am Limit. Okay. Wir fliegen auf dem obersten Rand der Atmosphäre. Das ist nicht so, wie es geplant ist. Aber wir haben noch genug Schub aus der Stage davor rausgezaubert bekommen. Dass wir jetzt schnell genug sind, um... uns in den Orbit zu retten. Knappe Geschichte das. Ganz, ganz knappe Geschichte. Huh. Das hätte schief gehen können. Also nicht, dass nicht schon haufenweise Zeug schief gegangen wäre. So, die können wir aber derweil mal vorbereiten. Wenn wir hier schon mal unterwegs sind. Also, wir wollen später dann so, ich sag mal, bei 5000 Meter, 4000 Meter, 5000 Meter vordeployen und bei 1500 Meter, zack, Arm Parachutes. Dann kann ich das schon mal nicht mehr versauen, das ist hoffentlich schon mal ein guter Anfang. So, wir sind jetzt sowas ähnliches wie auf dem Weg in den Orbit mit unserer kleinen improvisierten Monsterrakete. Ja. Ich konzentriere mich jetzt mal darauf, Geschwindigkeit aufzubauen, nicht mehr ganz so viel Höhe zu nehmen. Ich glaube, das reicht schon, dass wir noch... Ja, er baut noch höher auf. Wir sind gleich wieder aus der Atmosphäre raus. Gleich haben wir es wieder. Gleich ist wieder alles gut. Tatsächlich könnte man dafür, aber erst wenn es wirklich im Orbit angekommen ist, noch, klar mache ich damit noch einen High Orbit, ich meine, das sind noch 5000 Delta V, wenn ich es richtig lese. Ich
glaube, es hackt. Das wäre fatal, da keinen Orbit draus zu machen. So keinen High-Orbit draus zu machen. So, ich muss jetzt mal ganz kurz, zack, kurz raus. Shutdown, Shutdown, weil das sonst versaue ich die Staging-Effizienz. Das reicht jetzt nämlich, wenn ich mit den vier Triebwerken weitermache. So, das reicht, um uns, jawohl, das reicht, um die Zeit zur Apoapsis hochzubringen. So, gute Nacht, Markus. Also, Zeit zur Apoapsis steigt, das heißt, wir haben es unter Kontrolle. Selbst mit einem flachen Winkel. Wir brauchen noch 100, 200 Meter pro Sekunde. Dann sind wir im Kerbin Orbit. Und ich werde jetzt mal den Zeitraffer anmachen. Denn dieses Triebwerk hat jetzt auf der Stufe eine Brennzeit von knapp einer Viertelstunde noch. Das wollen wir sicherlich nicht komplett durchspielen. Sondern wir spielen davon jetzt so 4 Minuten durch. So. Jetzt sind wir flach genug. Das heißt, ich richte mich jetzt mal auf den Dings aus. Genau, und dann sprengen wir die Seitenkapsel nämlich weg. Das erhöht unsere Effizienz auf der letzten Triebwerksstage natürlich nochmal enorm. Wenn wir das Gewicht dann nochmal loswerden von den Teilen hier und dann auf der mittleren weiterfliegen können. Wir sind jetzt im Orbit angekommen und beginnen jetzt die Apoapsis hochzupumpen. Ich habe da gar kein Limit im Moment, muss ich sagen. Wir könnten theoretisch noch auf Höhe des Mondes fliegen und ich tendiere fast dazu, genau das auch zu tun. Dass wir wirklich sagen, wir schieben unseren Orbit bis auf Höhe des Mondes raus. Der Mond hat eine Umlaufbahnhöhe von 389.000 Kilometer. Ja. Das sollten wir auch tun, dass halt, also wenn das klappt, wenn dafür der Sprit reicht, schieben wir es so weit hoch und machen dann von da aus einen Wiedereintritt, weil das wollen wir üben. Wir wollen ja üben, was passieren würde, wenn wir mit dieser Kapsel vom Mond zurückkämen. Ob das funktioniert. Genau, aus der Höhe ein Aerobrake. Die Kapsel muss das theoretisch abkönnen. Sonst ist es eh verlorene Liebesmüh. Richtig. So, ich mache mal den hier an, weil ich will schon wissen, wann ich mit dem Ding was machen kann. So, wir haben noch 10 Minuten auf dieser Stage, also offizielle 10 Minuten wird so 2,5 bis 3 dauern, bis wir uns durchgebrannt haben. Also den Stunt ziehen wir jetzt noch durch, auf jeden Fall für diesen Livestream, weil ich glaube, das wollen wir alle wissen, oder? Also ich will es auf jeden Fall wissen, ich hoffe, ihr wollt es auch wissen. Ich will es wissen und deshalb machen wir das auf jeden Fall noch. Rauszufinden, ob diese Kapsel tatsächlich aus einer Mondorbithöhe einen Wiedereintritt überlebt. Das fände ich sehr, sehr, sehr spannend. Müssen wir mal gucken. Solange wie der brennt, ist das natürlich nicht besonders effizient, was ich hier treibe. Ah, egal. Effizienz wird überbewertet. Oh, wir kommen echt gut. Ich sehe das noch in einem direkten Mondabfangenden, ey. Naja, nee, wir werden ein bisschen über den Mond hinausschießen. Aber so ist das halt. So. Wir sind bei 4,7. So. Da ist die wunderschöne Erde, über der wir im Zeitraffer entlang brausen. In Richtung. So, die brauchen wir jetzt schon mal alle nicht mehr. In Richtung Mond oder Mondorbit. Könnte natürlich auch noch richtig mies sein. Wir warten mal. Wenn die Stage ausgebrannt ist, machen wir mal eine Manöverplanung. Vielleicht können wir sogar mit der Biological Return Kapsel aus einem Moonflyby Daten holen. Es wäre ja nochmal 20% cooler als nur aus dem Earth High. Und gibt wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Science. Mal gucken, was noch drin ist. Mal gucken. Ich würde sagen, den ersten Hingewinn, das gibt es auf jeden Fall schon mal für. Das Ding ist noch in Orbit gekommen und das mit dem High-Over kriegen wir auf jeden Fall hin. Und dann werden wir jetzt gleich mal gucken, was noch so geht. So, Zeitraffer wirkt da schnell nochmal die letzten 300 und ein bisschen Delta V raus. Sieht ganz gut aus. Ja. Das sieht alles gar nicht schlecht aus. Also selbst so ist das schon ein relativ exakter Anflug auf den Mond, muss ich sagen.
Also ich weiß nicht, ob es dann von der Zeitkomponente her klappt, aber es muss ja nur ein Flyby im Einflussbereich werden, damit wir die Science-Ergebnisse abgreifen können. Oh, Entschuldigung. Ja, danke. Antrieb aus, RCS aus. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ich hätte gerne SRS aus, RCS. Ich muss mich mal kurz gerade ziehen, bevor ich hier eine SEP mache, weil ich habe keinen Bock, dass die Dinger mir irgendwie ins Gesicht schlagen. So, stabilisiere dich mal bitte kurz. Dankeschön. So, und jetzt machen wir Folgendes. Wir machen jetzt so. Okay, alles gut gegangen. Sehr gut. RCS kann erstmal wieder kurz aus. Gut, dann gucken wir doch mal, was uns diese Situation jetzt hier gibt. Wenn wir in 3 Minuten sagen, mach mal Vollgas, dann ist das natürlich nicht so richtig schlau. Aber wir können ja. Oder wir machen noch. Wartet mal. Wir machen noch einen Orbit. Wir gehen da einmal rum um das Boot und zünden nochmal. Wie viel brauchen wir denn? Und würden wir den Mond treffen? Das sind ja die zwei zentralen Fragen. Tada! Ich sag's nur ungern, aber das sieht für mich wie ein Moonflyby aus. So natürlich nicht. Aber ein bisschen höher. Wo ist er denn? Da ist er. Ich glaube, ich mache das mal. Tausendeinhundert irgendwas. Ist ja nix. Und danach hätten wir dann eine Periapsis von 1,6 irgendwas. Das können wir dann aber nochmal korrigieren. Vielleicht können wir das sogar, wir können vielleicht sogar einen orbital angeflogenen Free Return üben. Das wäre sogar noch eine Vorübung für unseren bemannten Flyby. Oh ja, hier wird alles gemacht. Okay, in 5 Stunden. Also, Triebwerk ist aus. Activate. Activate. Wir haben 3900 Delta V im Tank, das schaffen wir locker. So, okay, lasst uns diesen Manövernode zu einem coolen Manövernode machen. Estimated Burn wird ein paar Minuten sein. Okay, und den Rest machen wir in der Transluna. Wie demütigend das ist. Wie, was ist denn demütigend? Was demütigt dich denn daran? Mich demütigt das nicht. So, wir gehen mal so auf. Was haben wir hier schon wieder geschafft? Ach so, Luna 2 war das. Okay, wir gehen mal so auf, ich weiß nicht, was werden wir brauchen? 5, 6 Minuten werden wir brauchen für die Anzahl Delta V. Das heißt, wir gehen mal so auf 4 Minuten vor das Manöver. Also 5 Minuten vorher fangen wir an, uns auszurichten. So. Gut, jetzt stürzen wir quasi wieder auf die Stelle zu, an der wir unser Manöver machen wollen. Das ist jetzt aber auch, wie gesagt, erstmal nur der Vorburn. Also wir machen jetzt einen Anfang und dann probiere ich mal auf einer Transluna, also auf der mit einer Mid-Course Correction, einen Free Return draus zu machen. Also eigentlich will man Free Return ja am Anfang brennen, aber auch Apollo zum Beispiel hat Korrekturmanöver zwischendurch verwendet. Das werden wir auch machen, weil wir dann ein bisschen mehr Zeit haben, mit dem Triebwerk zu arbeiten. So, bei 6 Minuten lege ich mal los. RCS an und wir wollen auf den Node. So, ich teste mal kurz, wie lange wir brauchen. 9 Minuten brauchen wir, dann lasse ich es ab jetzt laufen. Machen wir direkt weiter. So. Zack, zack, zack. Das machen wir natürlich wieder im Zeitraffer, denn wir wollen nicht 9 Minuten einem Triebwerk beim Brennen zugucken. Also, falls ihr das wollt, ist okay. Dann könnt ihr euch das gerne irgendwie nachher langsamer angucken in der Aufzeichnung. Ich will das nicht. Ich möchte das nicht. Ist doch alles gar nicht so schlimm. Also ich glaube, also wir kriegen jetzt zwar natürlich nicht die Moon Landing und Return Probe, aber das hätte mich auch echt. Oh, da schaukelt sich irgendwas auf gerade.
Ich nehme mal kurz einen Zeitraffer raus, in der Hoffnung, dass sich das behebt. Wir kriegen jetzt natürlich nicht die Landing- und Return-Geschichte hin. Das ist ein bisschen schade. Aber wir kriegen ein bisschen interessante Wissenschaft und ein paar Lerneffekte. Wir können nämlich prüfen, ob zum einen die Orbital-Probe, die Lunar-Probe aus dieser Orbithöhe tatsächlich einen Wiedereintritt überlebt. Und wir können einmal testen, ob man, also ob ich ein sauberes Manöver geplant bekomme aus diesem Polaranflug, einen Free Return zu fliegen, weil das ist ja ein bisschen anders, als das Apollo gemacht hat. Die kam ja aus einem, ich sag mal, äquatorialeren Orbit, als ich komme. Und ja, ich denke auch, dass Cookie weiß, was ein Free Return Trajectory ist. Er war da einfach ein bisschen unkonzentriert und hat nicht daran gedacht, das alles sauber zu planen. Also ich glaube nicht, dass ich ihm das zeigen muss, ehrlich gesagt. Das kriegt er auch ohne mich hin. So. Bisschen unruhig liegt das Boot, aber wir brauchen nicht ganz so viel. Nicht ganz so viel Delta V, um das nachher zu korrigieren. Deshalb sind die Korrekturmanöver wahrscheinlich nicht schlimm. Stop it, please. Dankeschön. Zack. So, das ist fast sowas ähnliches wie ein Moonflyby. Oder Mondflyby. In einer Stunde und ein bisschen. Wollen wir daraus aber gerne dann tatsächlich einen Mondflyby machen. Und zwar, indem wir sagen, können wir nicht. Warte mal. Ich will den Part darüber bekommen. Macht so rum mehr Sinn. So. Da müssen wir aber viel investieren, um auf die andere Seite vom Mond zu kommen, oder? Jetzt kommt er runter. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Ich will auf die andere Seite vom Mond, damit er mich bremst, statt mich. Da kommt er. Ja, so ist natürlich doof. So schieße ich mich genau. Na, wohl. Mal gucken. Ja. Sieht gar nicht so schlecht aus. Das könnte für einen Free Return reichen. Man kann da nichts mehr lesen. Das ist unglaublich. So. Ja, das war ein bisschen mehr, als ich wollte. Okay. Ich glaube. Ich würde jetzt mal auf so ungefähr 40 Kilometer Höhe. Jetzt das hier wegklicken. So. Kann man das auch noch wegklicken? Ja. Ungefähr 40 Kilometer Höhe. Zack. Das sind 3 Minuten Burn, sagt er. Ich glaube, es ist sogar ein bisschen weniger wahrscheinlich, aber gut. Da ist er der Chef. Gut, das passt. Das heißt, wir sind im Anflug auf unsere, ich nenne es mal Mid-Course Correction und werden, wenn das dann gut läuft, naja, eine gar nicht so tolle Periapsis fliegen, aber wir fliegen eine Periapsis, das ist ja dann mal die Hauptsache. Das heißt, wir sind im Einflussbereich des Mondes und da gibt's Wissenschaftspunkte und für ein bisschen Glück können wir die dann auch landen. Wird heute auf jeden Fall ein feuriges Ende. Also ich würde sagen, den ersten Zwischenwinter gibt es schon mal für Moonflyby und den letzten hebe ich mir auf für, wenn der Mist jetzt auch noch klappt, die Wissenschaftspunkte zurückzubringen, dann machen wir das halbe Dutzend voll und dann ist aber auch gut für heute. Auch wenn ich zeitlich wieder bei Weitem nicht so schnell vorwärts gekommen bin, wie ich wollte. Was, den gab es schon? Nein, das ist jetzt der Moonflyby, oder? Das andere war der für, ich habe noch einen Orbit geschafft. Ah, wenn nicht, gibt es halt einen mehr. So, oh, ein bisschen spät. So, zack, den Node bitte anpeilen. Dankeschön und. Ja, danke.
Gut, Feuer frei. Lassen wir den mal laufen. Ich mache wieder ein bisschen Zeitraffer an, damit wir da nah rankommen. Ich mache das Ende vom Manöver mache ich dann ein bisschen exakter und werde mich dann auch bemühen, das nachzukorrigieren, damit wir auch tatsächlich unseren Anflug so hinbekommen. So, jetzt werden wir nämlich erstmal unsere Periapsis ziemlich hässlich nach außen schieben, so wie das auch eben war. Aber ich hoffe, dass wir es dann gleich hinbekommen. Vielleicht brauchen wir noch mal ein ganz kleines Korrekturmanöver. Das werden wir gleich sehen. Dort drehen sich irgendwelche Sachen. Genau, weil wir dann von unten angeflogen kommen. Und dann müsste die Periapsis gleich beginnen reinzurauschen. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Noch geht sie nach draußen. Jetzt kommt sie wieder rein. So, jetzt. Okay, jetzt mal gucken. Ah, hör auf damit, hör auf zu rotieren. So, wie schlimm ist es? 201. Okay. Ich möchte gerne in den Orbital Prograde, mein Freund. Das wäre total gut von dir. So. So, und jetzt machen wir mit Manöver-Thrustern ganz vorsichtig den Rest. Ich glaube nämlich, wenn ich vorwärts gehe, komme ich näher ran. Genau, was ich jetzt mache, ich mache jetzt RC, also Smart S aus. Also die Stabilitätskontrolle nehme ich ihm weg. Also leichte Rotation kann ich mit leben. Dann funkt er mir aber nicht mehr dazwischen und bringe uns jetzt auf 40 Kilometer runter. 41. Ach komm, ein Hauch noch. Nee, 28 ist mir ein bisschen zu viel. Ehrlich gesagt. 40. Okay. RCS aus. Schauen wir mal, würde ich sagen, oder? Wir haben auf der Alarmglock erstmal Recondition den Launchpad und wir haben jetzt 2 Tage bis zum Moon Encounter. Das fliegen wir doch mal, würde ich sagen. Also, damit ist aber bewiesen. Ha! Das können wir immer noch machen. Damit ist aber schon mal bewiesen, dass wir aus einem polaren Anflug eine Free Return fliegen können, die uns zurück nach Kerbin bringt und uns in die Atmosphäre eintreten lässt. Jetzt können wir gleich noch gucken, ob das dann tief genug ist oder ob wir da Probleme haben. Und wir haben schon mal gelernt, wie lange hat der Anflug jetzt gedauert? 2 Tage und ein bisschen, ne? Also wir brauchen nicht ganz 3 Tage hin auf die Art und Weise. Verändere ich das beim Abspringen der letzten Stufe noch? Ja. Aber ich werde die letzte Stufe erst ganz kurz vor der Atmosphäre absprengen. Da verändere ich es dann nur noch um wenige Meter. Also ich spreng die nicht jetzt ab. Ich schleppe die Stufe jetzt mit für den Rest des Fluges und spreng die erst ganz kurz vor der Erdatmosphäre ab. So. Da kommt der Mond. Da kommen wir. Boop. Moonflyby. Einfach nur, weil es geht. So, ich prüfe mal kurz, ob. Jawohl, 41 Kilometer. Ich bin mir nicht sicher, ob das tief genug ist, ehrlich gesagt. Also in KSP habe ich es geschafft mit 25 Kilometer. Die Atmosphäre ist 70. Ja, wird irgendwie hinhauen, oder? Das ist eine Vermutung. Also eigentlich ist die Atmosphäre hier doppelt so hoch. Also müsste ich wahrscheinlich doppelt so hoch rein. Aber bla, wir nehmen jetzt mal 40. Und hoffen, dass das funktioniert. Gut, dann schauen wir doch mal, was das hier so bringt. 9 Science-Punkte, da sollen wir ja nicht drauf spucken. A developing abnormality appearing in adult flower beetles, Tribolium confusum, following pupal irradiation was increased to 44.8% in flight, compared with control incidence of 29.9%. Wenn ich es richtig verstanden habe, haben sich bei uns mehr Mutationen entwickelt. Und Dingotrap, vielen lieben Dank für dein Follow und auch dir ganz viel Spaß beim Zugucken. Das heben wir jetzt auf. Hätte ich mal die Film-Return-Kamera mitgenommen. Die hätte, glaube ich, ein bisschen mehr Punkte gegeben. Naja, nächstes Mal.
Erstmal wird mit Fruchtfliegen experimentiert. So, jetzt fliegen wir hier dran vorbei. Ui. Schwupp. Und sind jetzt wieder auf Return in Richtung Erde, wo wir in 7 Tagen aber erst ankommen, weil wir einen ziemlich weiten Bogen beschreiben. Das aber auch nicht wild. Wir können jetzt nämlich den Zeitraffer mal so richtig, uns mal so richtig auszeitraffern. Achso, ja, natürlich nicht, wenn wir Science hier genau offen lassen. Das Ding ist ja jetzt fertig. Da können wir auch mal die Tür zumachen. Kann man hier nicht die Tür schließen? Nee, ne? Nee. Okay, dann hoffen wir mal, dass das funktioniert mit offener Tür. Ich bin skeptisch. Gut, Zeitraffer an. Vollgas. Nur aufpassen, dass wir nicht zu viel Vollgas geben. Was ist eigentlich mit unserer Technologieliste? Ha, 100 Tage noch. Haben wir echt 100 Tage weg? 211 Tage Zeit für den Crewed Lunar Flyby. Das wird eine knappe Kiste, ehrlich gesagt. Gut, ach, da ist er jetzt auch sauber auf der Liste drauf. Sehr schön. Jut, jut, jut. There comes my capsule. Dum, 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 dum. Wir stehen übrigens mittlerweile bei Tag 59. Also irgendwo um Ende Februar, Anfang März 1961. So. Jetzt kommt der spannende Part. Der Teil mit dem Wiedereintritt. Und das wird für heute auch die letzte Aktion. So, wir werden uns jetzt mit unserem NASGEN Orbital Prograde drehen, damit wir unser NASGEN ordentlich in den Wind halten. So. Und dann hoffen und beten wir mal, dass das alles so funktioniert. Ich meine, es ist nicht so, als ob wir viel Kontrolle darüber hätten. Die Fallschirme sind scharf. Wie gesagt, kurz vor Kontaktatmosphäre werde ich das Teil absprengen. Noch haben wir Platz. Noch haben wir Platz. Noch haben wir Platz. Jetzt haben wir gleich keinen Platz mehr. Ihr seht, wir kommen sehr schnell, sehr hässlich rein. Nicht weiterdrehen. Danke. Okay, also. Ha, alles easy peasy geklappt. Da hätten wir fast noch eine Mondlandung machen können. Hahaha. Naja, zumindest das mit dem Flyby konnten wir mal trainieren. Das war trotzdem gar keine unschöne Rettungsübungsmission. Tatsächlich. Also, wir haben noch 500 Kilometer Höhe. Bei 140 fängt die Atmosphäre an. Wie gesagt, ich werde so spät wie möglich unsere Kapsel absprengen, um nicht zu viel Veränderung am Kurs reinzubringen. Wir haben echt Speed drauf. Also wir sind mit fast 11.000 Metern pro Sekunde unterwegs. Ich bin sehr gespannt. Ich werde auch sehr interessiert das GeForce-O-Meter betrachten. Und natürlich bin ich auch sehr gespannt, ob es explodieren wird. So, wir warten jetzt kurz, bis es sich austariert hat. Okay, es arbeitet nicht mehr besonders viel. Okay, ab dafür. Wir sind unterwegs. Das kann deactivated werden. Ja, ab jetzt völliger ballistischer, unkontrollierter Flug. Wollen wir die Locked-Kamera machen? Die fetzt, glaube ich, bei sowas sehr. Mal gucken, was passiert, ob es uns rumwirbelt. Ja, lasst uns entspannt zurücklehnen und beobachten, was auf uns zukommt. Vor allen Dingen wird es wohl die Erde sein. Da oben seht ihr die Orbitalparameter. Also ihr seht auch, wo unsere Apoapsis ist. Das ist irgendwo über der Mondhöhe deutlich. Also wir kommen sogar ein bisschen höher rein. Wir haben die Amis vorher angerufen und haben ihnen gesagt, dass das nur ein paar Fruchtfliegen sind. Mit abnormalen Flügeln und so. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich glaube, interessant wird der Surface Prograde. Dem müssen wir. Das waren nicht wir, das war unsere Probe. Ah, aber irgendwas wird fürchterlich heiß. Das war die Antenne?
Das ist unser Hitzeschild. Das ist nicht gut, dass unser Hitzeschild heiß wird, muss ich ehrlich sagen. Das ist eine schlechte Sache. Sowas sollte nicht passieren, oder? Oh wow, unser Hitzeschild macht echt komische Sachen. Überhitzt gerade unser Heat Shield. Der Marv führt sich vielleicht ein bisschen tief. Tatsächlich. Also, Freunde. War ein bisschen viel des Guten für den Heat Shield. Keine Science für uns, aber es ist besser, wir machen das mit Fruchtfliegen als mit Astronauten oder Kosmonauten in unserem Fall. Von daher nennen wir das doch einfach mal Lesson Learned. Ich glaube, wir waren ein bisschen arg schnell. Und wahrscheinlich auch ein bisschen zu schnell, zu tief in der Atmosphäre. Also ich glaube, 40 war das Problem. Die Höhe hat ja relativ gut gepasst. Wir haben ja noch ein paar Versuche. Ich meine, bis das hier losgeht, guck mal, wo der Marslander und Mature Capsules. Also wir können jetzt auf jeden Fall noch eine lunare Landung einbasteln, wo ich mal das Staging ordentlich mache. Das machen wir mal nächstes Mal. Und dann üben wir. Ich glaube, dass der an sich passt das so. Ich glaube, wir müssen höher durch die Atmosphäre. Genau. Ein Fail packen wir noch oben drauf, so als Abschluss des Tages. Und gehen zurück ins Space Center. War ein netter Versuch, würde ich sagen. Hat nicht ganz funktioniert, war aber auch, wie gesagt, was wir gelernt haben. Wir probieren nächste Folge dann nochmal den Lunar Lander Sample Return mit einem ordentlichen Staging und dann eventuell auch natürlich nochmal den Wiedereintritt. Mal gucken. Und ja, wir schauen mal, was da so passiert. In diesem Sinne würde ich sagen, für heute erstmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet einen unterhaltsamen Abend und ein bisschen Spaß mit RSS. Nächstes Mal haben wir dann also im Programm Lunar Landing Sample Return, ein Anlauf. Dann kümmern wir uns um einen Raketengefährt für einen lunaren Flyby mit Besatzung. Und last but not least werden wir unsere Mars-Probe hoffentlich durch die Atmosphäre landen und landen können. Mal gucken. Ist ein Versuch wert. Das gibt's nächstes Mal. So lange sage ich aber erstmal Tschüss und wir sehen uns, wenn alles läuft wie geplant, am Donnerstag auf YouTube zu Hardcore Kerbal und am Sonntag Nachmittag zu Hardcore Colonization. So lange wünsche ich euch viel Spaß. Nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und Tschüss.